Okay, also wir suchen mal hier bei Browse Collections nochmal nach Bonja, weil da waren ganz viele noch angelegt. Eisen 2. Wir schauen mal diesmal, letztes Mal haben wir den von Odinski angesehen, die Sammlung. Jetzt schauen wir uns mal die hier von Marcel an. So, was ist hier alles drin? Huxlip haben wir schon. EDB Prepare Carefully haben wir. Color-Coded Moodbar. Die haben wir schon, aber da steht, dass wir die installieren können. Aber die haben wir schon. Warte mal, ich ändere mal den Streamtitel. Dreamworld. RIP ist gleich Haare ab mit Mantel. So, dann ändern wir das Spiel. RimWorld, nice. Okay. Die haben wir alle. So, man kann es das sein, dass es einfach unsere Modliste ist. Achtung, dies ist die offizielle Mod Collection von vom Trimworld Run. Ach so! Jetzt checke ich das erst. Das ist, falls ihr auch Trimworld spielen wollt. Und ihr wollt die Mods nutzen, die ich auch nutze, dann könnt ihr hier diese Liste abonnieren und dann habt ihr alle Mods. I understand. Das heißt, wir gehen nochmal hier rein. So, dann, welche haben wir noch nicht? Achtung, meintet ihr es nicht so gut? Avoid Friendly Fire wollten wir nicht reinmachen. Dubs, Mint Menus wollen wir uns nochmal noch nicht angucken. Fluffy Breakdowns nicht. Hardworking Animals, das war, glaube ich, dass mehr Tiere tragen können oder so, aber das ist ja auch zu stark. Just ignore me passing. Excuse me, I need to pass where you work. Was ist denn das hier? So, was ist das? This small mod makes it so that construction isn't any longer interrupted by pawns passing through the blueprint unfinished thing that is under construction. Das heißt, es gibt keine Unterbrechung mehr, wenn da gerade gebaut wird und einer durchlaufen muss, oder wie? Brauchen wir den? Nee, oder? Nee, brauchen wir nicht. Ey, die Fliege macht mich wahnsinnig. Ich bin kurz davor, komplett auszurasten. Hier ist eine Fliege, die die ganze Zeit hier mich abfuckt. Wir wollen die Baby-Mod. Mit, dass Kinder gezeugt werden. RimWorld Search Agency. Was ist das? Storage Tab. Build Tab, Outfit Tab. Ja, da kann man Sachen suchen. Brauche ich nicht unbedingt. Work Tab. Provides a vastly more customizable Work Tab. Nee, wollte ich auch nicht haben, glaube ich. Ja, ich sehe jetzt keine Mod aktuell. Ich sehe keine Mod aktuell, die mich jetzt anspricht, die ich drin haben muss unbedingt. Leider hast du die Fliegenklatsche im Weltraum verloren. Ich fange die jetzt gleich. Warte mal, die ist auf meiner Hand. Hab sie nicht. Ah, Walllights. Walllights ist ganz geil. Aber wir haben jetzt schon normale Lichter drin. Soll ich mal nach Walllights gucken? All. Shit, wie komme ich wieder zurück? Walllights. Heißt die so? Warlights ist leicht imbar, finde ich. Warum sind Warlights imbar? Also was ändern die am Gameplay? Macht die Baby-Mod. Nee, Baby-Mod ist zu krasser Eingriff ins Gameplay. Das ist zu heftig, wenn wir irgendwie selber Kinder produzieren. Sortier nach meistgeladene Mods. Oh, popular? Nee, wie sehe ich denn das? Recent Relevance. High-Wing Stuff. Keine Ahnung. Light Pack. Flooring and Walls. Wo steht das? Mach mal nur Light. Okay. Was los? Doch kein Weltrekord.
Doch, aber wir sind in den Weltraum geflogen und haben das Spiel durchgespielt, plötzlich. RimWorld Mods Lite. Most popular. Soll ich mal hier suchen? Medieval? Nein. Ah, nee. All time muss ich suchen, glaube ich. Und dann Relevance? Nein. Most popular. Check's nicht, Leute. Du bist auf Collection. Ah. Warte. Home. Hier. Hier, Wall-Lite. Das hier. Okay, nehmen wir. Gut, dann lass erstmal den, oder? Ich würde sagen, es reicht. So, dann gehen wir zurück. Games. Und wir starten RimWorld. Let's go. Wall-Lites sind schon ziemlich OP. Warum sind die denn OP? Erklärt mir nochmal ganz kurz, warum Wall-Lites OP sind. Kosten nur 10 Stahl statt 35. Ach so, weil weniger Stromkosten und weniger Material benötigt wird. Aha. Deko-Bonus ohne Platz zu verbrauchen, weil die Mega die Werte geben für Schönheit und so und keinen Platz einnehmen. Ja, dann dürfen wir die gar nicht bauen. Weil, wenn die so krasse Vorteile geben, dann würde ich die nicht reinnehmen. Dafür sind die aber auch dunkler und kleiner. Shit. Ja, aber auch etwas kleinerer Lichtradius. Shit. Okay, dann entscheidet ihr mal, Chat. Dürfen wir Wall-Lights benutzen für unseren Run? Ja oder nein? So. Aktuelle Modliste sieht hier aus. Sieht so aus. Wo bleibt das Ergebnis? Da. Knapp, aber 55% sagen, oh ja, 55% sagen ja. Ja. Gut, dann nehmen wir die mit rein. Ihr habt entschieden. Chat hat immer recht. Wall-Lite laden wir rein. Schließen. Okay. Spiel wird neu gestartet. Strip Mining wäre noch eine Mod für dich, Matteo. Was geht bei Strip Mining ab? Egal, wir starten erstmal unser Spiel. Wir starten jetzt erstmal so mit diesen Mods. Oh oh. Oh oh. Haben wir uns jetzt die Wall-Lights komplettes Spiel zerschossen? Nein. Trimworld 11. Trotzdem laden. Okay, wir machen jetzt gleich eine ganz kurze Zusammenfassung der Ereignisse vom letzten Mal. Ich hoffe, ich bekomme alles zusammen. Also, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, sind die meisten tot. Es gab letztes Mal mehrere große Angriffe, unter anderem von Raidern, die wir auch hier tot rumliegen sehen, aber der stärkste und verheerendste Angriff kam von diesem Schiff, was inzwischen zerstört wurde. Ihr seht ja auch unsere Hundearmee, die daran gestorben ist. Ich hab Hustenschluck auf. Also jedenfalls wurde alles auf einmal in uns reingeballert. Raids gleichzeitig mit diesem Schiff, was runterkam. Da drin waren zwei Lancer. Und es fiel uns sehr, sehr schwer, also es fiel mir sehr, sehr schwer, die abzuwehren. Im Laufe des Gefechts sind nahezu alle enthauptet oder zerschossen worden. Der Einzige, der überlebt und die Kolonie meiner Meinung nach gerettet hat, war Gino. Gino ist alleine von hinten an diese Base, an dieses Schiff rangelaufen und hat Granaten geworfen auf das Schiff, bis es komplett explodiert ist. Und dann sind alle Mechanoiden auf uns zugekommen, haben uns angegriffen
und sind aber Gott sei Dank in unseren Stahlfallen verendet. Also ihr seht hier die drei Angreifer. Waren wirklich nur drei, aber die waren einfach hardcore. Die haben eine krassere Range. Die haben ein paar Leute direkt geone-shottet, geheadshottet. Hier, Fat Javel ist tot. Dr. Joe Gerner ist tot. Dr. Joe Gerner liegt noch hier oben. Mutter hat zum Glück überlebt. Chat hat zum Glück überlebt. Gino ist eigentlich kurz vorm Sterben gewesen, aber wir konnten ihn noch retten. Also hier der große Held Gino konnte gerettet werden, hat aber dabei ein rechtes Auge verloren. Und RBTV ist gestorben. Also die Kolonie besteht aktuell aus drei Personen. Alle anderen sind gestorben. Wir haben aktuell einen Gefangenen. Und wir haben... Ach nein. Shit! Ah, letzte Folge kam die Geliebte von Chat zu uns. Also sie kam mit einem Raumschiff runter. Und wir hatten gehofft, dass sie bleibt. Aber sie ist mitten in den Kämpfen, ist sie geflohen, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Und hier ist Turi gestorben übrigens. Das hier war mal Turi, also wir wollten die anwerben. Und sie ist auch gestorben. Also es sind einfach alle gestorben. Ist komplett RIP. Na gut, können aber nichts machen. Ist halt jetzt so. So, diese Folge steht komplett im Zeichen des Wiederaufbaus. Wir versuchen so viel gut zu machen wie möglich. Aber wir haben halt wirklich nur zwei Leute, die nicht im Arsch sind. Und Chat ist selber mega schlecht gelaunt. Wir schauen mal auf seine Bedürfnisse. Durchnässt, Leiche gesehen, hat eklige Nahrung gegessen, unansehnliche Umgebung, Kolonist gestorben, verrottende Leiche gesehen und Kolonist nicht begraben. Wir versuchen das jetzt ganz langsam wieder aufzubauen alles, aber ich muss sehr, sehr vorsichtig spielen, damit es hier funktioniert. Also wir müssen erstmal überhaupt alle begraben. So, Chat kümmert sich gerade um Gino. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn Chat jetzt gleich schlafen geht. Wir schauen uns mal unsere Defense an. Wir haben aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stahlfallen. Die sind eigentlich ganz okay. Wir müssen aber jetzt erstmal anfangen aufzuräumen. Also Gino wird aufgepäppelt. Das Gute ist, wir haben durch diese ganzen Angriffe, wir haben auch mehrere, es gab wieder mehrere Angriffe von irgendwelchen wilden Tieren. Hier von so Wasserschweinen und sowas. Und die haben wir alle abgeschlachtet und haben die dann auch nochmal richtig geschlachtet. Dann gab es einen großen Angriff von hier unten mit einer Belagerung. Die Belagerung konnten wir auch abwehren. Leider habe ich durch eine Missstrategie unsere beiden Elefanten in den Kampf geschickt. Und sie sind beide gestorben, aber wir haben sie inzwischen auch schon geschlachtet. Hier sieht man zum Beispiel nochmal ein Horn. Na gut, also soweit, so gut. Hier liegen noch überall Leichen rum. Dann hatten wir hier übrigens eine Karawane von Händlern. Und die haben wir versucht, in diesen Kampf mit zu involvieren. Dabei ist sie hier gestorben. Ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So, Chat baut jetzt wieder auf. Wir müssen jetzt die Prioritäten von Chat umsetzen. Also, Chat muss nicht kochen. Chat muss aufsehen, das ist wichtig. Bauen sollte Chat auch. Feldarbeit ist aktuell nicht super wichtig. Wir haben sehr viele Felder, die angelegt sind. Deswegen mache ich Feldarbeit raus. Was aber wichtig ist, ist Transport. Den setzen wir hier auf eine 1 bei Chat, weil das ist mir wichtig, dass Transport, dass hier alles weggeräumt wird. Und Mutter muss ganz dringend Putzen auf eine 1 haben. Und Forschen nehmen wir mal raus. Und sobald Gino wieder da ist, müssen wir anfangen, die komplette Kolonie wieder aufzubauen. So, dann meine Idee für eine Abwehr ist jetzt inzwischen eine völlig neue. Ich habe ein ganz anderes Konzept mir am Wochenende ausgedacht, wie wir unsere Defense aufbauen. Da muss ich aber jetzt länger ein bisschen planen und ein bisschen mit dem Planungstool arbeiten. Ich zeige es euch mal, wie ich es mir gedacht habe. Also, ich mache erstmal die komplette Killbox hier weg. Wie erkläre ich das jetzt? Also mein Plan ist folgender. Wir legen hier unten einen Gang an. Ich würde es am liebsten hier... Eigentlich muss ich das hier anlegen. Und zwar in der längsten... Oh, ganz kurz. Schauen wir ganz kurz hier rein. Eine Karawane der Fraktion Schwarzfelsenverwandtschaft nähert sich. Sie sind Großhändler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Den würde ich nicht machen.
Okay, wir bekommen Händler, ist schon mal gut. Spielst du mit Mods? Ja, Modliste ist im Chat. Ah, und übrigens, also Chat, wir haben ja eine neue Mod. Matteo, vergiss deinen Knast nicht. Ja, 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 auf jeden Fall. Also den Gefangenen haben wir auch noch im Auge. Wir haben ja die Mod von Haie, die alle Zuschauer, die im Chat sind, in das Spiel befördert. Und zwar, einmal sind es diese Leute hier, die hier gerade kommen, die müssten gleich umbenannt werden. Es sind sogar schon Leute aus dem Chat, oder? Speedfree kenne ich doch. It's Nomi kenne ich ja auch. Filou kenne ich auch. Shape ist ja auch dabei. Und wir hatten den Bug, dass peinliche Affe und so ein paar andere immer wieder in das Spiel reingeschrieben werden. Das lag aber dran, weil die Mod, also der Bot, den Haie benutzt, der wurde IP geblockt von Twitch, glaube ich, oder so. Und jetzt wurde dieser Fehler aufgehoben und das heißt, jeder kann jetzt potenziell wieder in dem Spiel landen. Das heißt, hier sind schon mal ganz viele dabei, die auf jeden Fall jetzt gerade im Chat sind. Und bei Wildtiere, wenn wir mal hier reingucken, wie viele Wildtiere hier sind, hier könnte auch einer von euch drin stehen. Peinliche Affe ist natürlich wieder am Start, aber ist ja kein Problem, weil das sind auch noch alte Tiere. Aber alle Tiere, die jetzt neu reinkommen, sind alles neue Leute, die jetzt eigentlich im Chat sein müssten. So, okay, da kommt unsere Karawane, mit der wir gleich handeln können. Wir haben jetzt für 3 Leute sehr viel Platz. Ach, warte mal. Leute, wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Das ist doch die Freundin, das ist doch eure Freundin. Das ist die Freundin von Chat, oder nicht? Wie sehe ich denn das? Wo sehe ich denn das, verdammte Axt? Wo sehe ich hier sozial? Tochter. Wie Tochter? Liebhaber. Hier. Rivale Gino. Hier. Das hier ist eure Geliebte. Wir konnten sie gefangen nehmen. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Leute, eure Geliebte ist noch da. Wir müssen sie nur davon überzeugen, dass sie euch auch wirklich liebt. Gino hat sie zusammengeschlagen und gefangen genommen. Okay. Das heißt, wir können eine richtige kleine Familie aufbauen. Mit Mutter. Und dann, also, das ist die Schwiegermutter hier von... Wir müssen auch gleich umbenennen. Wie benennen wir sie denn dann? Können wir uns dann später überlegen. Wir können es jetzt eh noch nicht machen. Gino ist einfach der Beste, ja, Mann. Gino ist ein richtig guter Freund. So. Okay, trotzdem, wir müssen jetzt mal ganz kurz nochmal den Blick für das Wesentliche schärfen. Und zwar, also, Essen, also Nahrung, haben wir mehr als genug. Wir haben sehr viel Fleisch, das gerade tiefgekühlt wird, das ist perfekt. Dann haben wir draußen sehr viel Reis, der bereit zum Ernten ist. Auch sehr viel Mais, unter anderem. Hier auch. Das heißt, von da stehen wir gar nicht so übel da. Ja, was ist denn hier los eigentlich? Ich würde ganz gerne, wie wäre es, wenn Mutter mit denen handelt? So, dann unsere Defense ist mehr oder weniger okay, würde ich sagen. Ist jetzt nicht Top-Defense, aber die will ich ja gleich noch umbauen. Da reden wir gleich nochmal drüber, wie wir das genau machen. Zeige ich euch dann aber. Das Zeug wird beim nächsten Raid weggebrannt. Ja, kann sein, aber da müssen wir jetzt erstmal durch. So, wir schauen jetzt erstmal, was sie zum Handeln haben. Also, wir haben aktuell 541 Silber. Die haben 1142 Silber. Das ist schon mal geil. Oh, die verkaufen Alpakas. Die verkaufen Alpakas. Alpakas sind geil, weil die geben Wolle. Und Alpaka-Wolle ist mit einer der besten, glaube ich, im Spiel, oder? Katzen gehen immer. Wofür brauchen wir Katzen? Was bringen die? Bringen uns Katzen irgendetwas? Eines der ersten Haustiere des Menschen war die Katze, ein kleines Säugetier, das Ungeziefer jagt, bekannt für ihre Unnahbarkeit und aufgrund ihrer Ruhe, Unabhängigkeit und ihres feinen, geschmeidigen Fells, das einen zum Streicheln einlädt, ist die Katze trotz allem ein beliebter Begleiter. Geben Katzen Wolle. Was denn, was genau wie Alpakas? Die schmecken gut. Katzen geben Stimmungsboost. Die heben die Stimmung. Dann brauchen wir vielleicht Katzen.
Mutbonus wäre ja geil. Beschnüffelintervall. Einmal am Tag. Aber nur manchmal. Katzen jagen kleine Tiere. Okay, Chat, ihr entscheidet das. Kaufen wir uns Katzen, ja oder nein? Also eine. Kaufen wir uns eine Katze, ja oder nein? Brauchen wir eine Koloniekatze? Ist halt schwierig. Stirbt doch eh sofort, weiß man nicht. Instant Rip. Ich sag, wir kriegen unsere Katze durch. Okay, 59% sagen ja zur Katze. Na gut. Das bedeutet, Katze ist schon mal gekauft. So, jetzt Alpakas. Ist sauteuer, so ein Alpaka. Aber die sind geil. Ich will Alpakas haben. Die essen nur Gras. Wir können die trainieren. Können Alpakas von selbst transportieren? Nur Weibchen. Ich weiß, dass beides Weibchen sind, ist aber kein Problem. Nein, die können nicht... Oh, shit. Ja, dann müssen wir erstmal gucken. Wir gucken erstmal, was wir alles verkaufen können. Also, ich würde mal unsere ganze Wolle, unsere ganzen Fasern und sowas, alles verkaufen. Weil dann haben wir erstmal Platz im Lager. Alter, wie viel Geld wir machen können mit denen. Muntermacher verkaufe ich auch. Flickenlederhose auch. Das Gute ist, wir sind nur noch drei Leute. Wir brauchen gar nicht so viel Zeug. Wir brauchen gar nichts. Wir brauchen nichts. Ich verkaufe wirklich alles, was ich verkaufen kann. So. 3000... 154 haben wir gut. Ich würde sagen, ich verkaufe. Ich kann die Gefangenen nicht verkaufen. Ich kaufe erstmal die Alpakas, beide. Dann kaufen wir das gesamte Pemikan, was die haben. Wir kaufen Elefantenfleisch. Hühnerfleisch. Rentierfleisch. Oh fuck, das geht mir schon wieder ins Minus. So. Die Kolonisten sind nackt. Das heißt, wir sollten Klamotten behalten, meint ihr? Okay, hier ist eine gute Hose, die behalten wir. Aber hier sind nur bestimmt verunreinigte Sachen dabei, oder? Sehe ich das? Was? Bau mal die Händlergruppe zu Ende ein, wenn du fertig bist mit Handeln. Nee, ich will das nicht so exploiten. Oder? Weiß ich nicht. Klingt nach Exploiten. Also klingt ein bisschen... Weiß ich nicht, will ich nicht. Oder warte mal, wenn ich die einbaue, die graben sich doch raus. Ja, weil ich will... Nee, ich will das nicht. Du hast gerade genug Nahrung. Ich weiß, dann haben wir noch mehr für die Katzen. Wir haben ja jetzt Katzen. Kein Fleisch kaufen. Okay, sollen wir kein Fleisch kaufen? Okay, dann kaufen wir kein Fleisch. Aber Pemikan hält sich lange. Kaufen kein Elefantenfleisch. Null. Kein Elchfleisch. Null. Elch. Elchfleisch. Hühnerfleisch auch nix. Auch nix. Aber das ist zu viel Geld. Wir müssen irgendwas kaufen. Nanofaser nicht verkaufen. Matteo, kannst du die Katze guter Kumpel nennen? Gucken wir gleich. Die Nanofaser, es sind nur 36, Leute. Es ist nur 36 Nanofaser. Flickenleder. Flickenleder. Warum habe ich jetzt Schluck auf? Das nervt. Elefantenhaut. Ich behalte mal die Elefantenhaut und das Großkatzenfell. Weil dann können wir uns daraus selber Klamotten nähen. Und wir bekommen immer noch genug Geld. Medizin? Die haben keine Medizin. Achso, kaufen. Ja, kann er machen. Hab jetzt gekauft. War aber nicht viel.
Wie viel Medizin war das? 3. Ja, ansonsten sehe ich hier nichts Gutes. Hier ist eine gute Mütze, aber die ist verunreinigt oder was? Nee, schwer zu sagen. Was haben die denn hier? Stammeskopftuchstoff. Stammeskopftuch Teufelsgarn. Überzeugungskraft plus 15%. Überzeugungskraft plus 15%. Kriegsschleier. Schmerzgrenze plus 5%. Hey, die sind ja ganz geil, die Sachen. Ich glaube, ich kaufe auf jeden Fall den Kriegsschleier. Und vielleicht das Stammeskopftuch. Weil das Stammeskopftuch kann Mutter tragen, dann kann sie noch besser überzeugen. Also, ihr wisst schon. Und den Kriegsschleier geben wir Chat. Okay, mach ich mal annehmen. Bau die einfach selbst. Ja, die sind richtig kacke, weil die kaum Rüstungswerte geben. Ja, aber wir sind ja aktuell nackt, oder? Kauf bitte kein Fleisch, super unnötig. Ich habe das Fleisch schon wieder rausgecheckt. Wir kaufen kein Fleisch. Kaufen aktuell... Kaufe ich hier Fleisch? Nee, ich kaufe null Fleisch. Ich kaufe kein Fleisch. Ich kaufe sogar Elchfleisch. Leute, Elchfleisch. Wir lassen es mal so. Ich würde Holz kaufen. Haben die Holz? Oh Gott, Holz. Ja, ja, ja. Okay, dann scheiß auf die Schleier. Wir kaufen Holz. Wir brauchen nämlich Holz. Okay. Annehmen. So, das Geile ist, die sind durch einen wilden Zufall sind die hier drin gelandet. Und das ist schon fast unser Lager. Das heißt, wenn ich hier drin Holz erlaube, haben wir das schon mal gelagert. So, Lager. Rohstoffe. Da ist Holz wahrscheinlich auch dabei. Ja. Okay, mal Priorität. Kritisch. So. Soweit, so gut. Dann Pemmikan. Verdirbt Pemmikan? Ich weiß es nicht. Müssen wir auf jeden Fall wegbringen lassen. Hier liegt Silber. Okay. Bau die Händler eine Fackel in den Raum ab. Nee, machen wir nicht. Holz ist wichtig. Ja, wir haben ja jetzt. Also wir haben jetzt. Hier liegt schon ein bisschen was von dem Holz. Und wir müssen auf jeden Fall dann hier die Fallen auch wieder aufbauen. Brech das hier mal ab, weil da sind schon Fallen. Überbau mal nicht die normalen Fallen. So, das sind noch genug. Okay. So, dann, was auf jeden Fall wichtig ist, wir müssen mal die ganzen Leichen hier wegschaffen. So, Mutter, kannst du das tragen? Kein freier, erreichbarer Lagerplatz. Haben wir die Leute noch auf Beschränkungen? Machen wir unbegrenzt. So, Mutter, die ganzen Leichen müssen raus. So, Leiche raus. Das hier erlauben, das hier auch. So, dann sagen wir hier auch dringend wegtragen. Ich hoffe, die werden hier in das Grab reingebracht. Hier oben können wir noch genug Leichen lagern. Hier liegen halt 10.000 tote Hunde. Wir könnten die einsammeln, die verderben in 19 Stunden. Okay, kriegen wir die? Ah, Mutter ist halt lang. Wir brauchen auch eine Beinprothese für Mutter. Wir brauchen eine Beinprothese für Mutter. Denn sie hat nur ein einziges Bein und das ist schon eine Prothese. Das heißt, sie ist schon super langsam. Wenn wir aber ihr eine zweite Prothese geben, dann könnten wir sie, dann ist sie halt viel schneller und das ist halt sehr viel effizienter. So, die Leiche hier auf dem Tisch müssen wir auch wegräumen. Es sind überall Leichen hier, fuck man. Okay, scheiß mal auf die Hunde. Scheiß mal auf die Hunde, das bringt nichts. Wir haben genug Fleisch. Prio 1 muss sein, die ganzen Leichen aus der Base rauszubringen. So, dringend wegtragen. Ja. So, dann hier auch bitte. Dringend wegtragen. Dringend wegtragen. Dringend wegtragen. Auch dringend wegtragen. Wir müssen die Kolonie leichenfrei machen. So, was haben wir hier? RBTV ist hier gestorben. Müssen wir auch wegtragen. Dann, sobald Chat aufwacht, was macht Chat gerade? Isst Pemmikan. Soll er bitte hier die Gräber ausheben?
So, wie geht's Wurishi? Gefängnis. Wir wollen ihn anwerben. Der hat einen Widerstand von 27. Na gut. Okay. So, die Alpakas sind unsere Base. Oh, Leute, wir können die Alpakas benennen. So, Punkt Nummer 1. Unsere Tiere kommen in die Tierzone. Die werden jetzt da leben. Haben wir die Katze eigentlich? Ja. Und wir haben eine Katze. Okay. Chat, let's go. Erstmal, wer wird unsere Katze? So, wer will unsere Katze werden? Leute, voran. Wer hat einen Katzennamen? Ich weiß gar nicht, wie Katzen heißen. Wie heißen denn Katzen? Scheiße, ey. Leute, wie heißen denn Katzen? Ich hab den perfekten Namen. Sturmköter. So, Sturmköter, perfekter Name für eine Katze. Okay, so jetzt unsere Alpakas. Warte, oh fuck. Okay, dann, wie heißen unsere Alpakas? Tiere. Alpaka Nummer 1. Ich habe keine Ahnung, wie man Alpakas nennt. Twogen nehmen wir. Twogen ist Alpaka Nummer 1. GZ, willkommen in der Kolonie. Und Alpaka Nummer 2. So, irgendwas Chilliges. Irgend chilliger wie... Okay, Amelia. Amelia. Ist das hier richtig geschrieben? Mit Doppel-L. Ja, okay, GZ Amelia. Ihr beiden seid jetzt in unserer Kolonie die Alpakas. Können wir Alpakas melken? Bekommen wir Milch von Alpakas? Nee, ne? Das war nur bei Muffalos, glaube ich. Okay, der Chat ist zu schnell. Ich glaube, von denen bekommen wir nur... von denen bekommen wir, glaube ich, wirklich nur Wolle. Und die können tragen, was schon mal ziemlich geil ist. Ich mache mal die Sturmköter auf unbegrenzt, weil A, soll Sturmköter ja auch Fleisch essen dürfen und B... Sturmköter muss er gestreichelt werden, damit der seinen Mutbonus verteilt. Und das heißt, er muss sich frei bewegen können. Das heißt, wir müssen so ein bisschen so ein Auge auf Sturmköter haben, dass er uns nicht verloren geht. Besonders bei einem Raid. So, was macht Gino gerade? Guck mal, wie sie alle... Aber Gino ist auch schon wieder fit. Geil. Okay, wo ist Fat Jevil? Der ist hier gestorben. Die müssen wir auch dringend wegtragen. Hier ist auch eine Shotgun. Die will ich auch dringend einsammeln. So, RBTV ist hier gestorben. Der Mut von den Leuten ist absolut RIP. Guckt mal die Negativliste. Fuck. Leute, die müssen die alle begraben. Haben wir die Gräber ausgehoben? Ja, eins ist nochmal ausgehoben. Scheiße. Okay, kann Chat das vielleicht machen? Kann Gino auch vielleicht? Wir müssen die ganzen Leute begraben, ey. Ich raste aus. Ah, wir haben keinen Platz mehr, shit. Kann Gino ein Grab ausheben? Wir brauchen noch mehr Gräber. Oh Leute, Rettungskapsel. Wir bekommen Verstärkung. No Storage, warum? Achso, ja. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Ein Seefahrer. Warum denn Seefahrer? Hier ist nirgendwo Wasser. Namens Firelli ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn sie den Aufschlag überlebt hat, ist sie vermutlich schwer verletzt. Firelli gehört zu der feindlichen Fraktion Atombomben von Russland. Du kannst sie einsperren, um sie zu rekrutieren oder zu versklaven. Okay, wir schauen uns Firelli an. Ist eine Frau, 44 Jahre alt. Okay. Entscheidet ihr, behalten oder weg? Also meine Meinung ist schon relativ gefestigt, ist ziemlich scheiße.
Also eifersüchtig ist schon mal kacke, Körperpurist ist okay, aber verweigert komplexe Arbeit, kann weder keine Konstruktion, kein Bergbau, kann nicht kochen, macht keine Pflanzen, verweigert jegliches Handwerk, könnte aber putzen. Nee, 75% sagen Luck. Okay, das bedeutet, wir lassen sie einfach da sterben. Wo ist sie denn gerade? Weit unterhalb der Base. Okay, wir lassen sie da einfach sterben. So, was auch ganz geil wäre, wäre eine Tür. Und zwar so eine fette Sicherheitstür. Eine fette Sicherheitstür für unseren Gefangenen. Wenn du sie heilst, mag dich die Fraktion mehr. Heilen und freilassen. Ach so. Ah, stimmt, wir müssen sie ja gar nicht aufnehmen in der Kolonie, sondern wir können sie einfach auf... Oh, ja, Brecht. Tod in 10 Stunden. Okay, ihr habt recht. Ihr habt recht. Obwohl, wir haben ja mega viele geile Räume, die gar nicht benutzt werden. Wir machen daraus mal hier ein Gefangenenzimmer. Und wir retten sie mal wirklich. Chat ist aber auch gerade nicht gut gelaunt. Aber das Problem ist, wir haben viele Gefangene, ne? Du hast andere Probleme. Ja, ich weiß. Aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin. Wir probieren's. Chat ist nie gut gelaunt. Doch, eigentlich schon, aber gerade aktuell gar nicht. Wenn du Pech hast, bleibt sie dann aber von selbst und entweder musst du die schlechte Olle dann mitversorgen oder du verbannst sie. Ja, ich weiß, das kann einen Negativ-Trade geben, aber wenn sie von selbst bleiben möchte, dann soll sie das tun und wir teilen sie einfach nur für Putzen und Transport ein. Weil die Kolonie ist inzwischen so groß, dass wir eine Person, die nur putzt und nur Transport macht, auf jeden Fall gebrauchen könnten. Und das Gute ist, sie kann auch kämpfen. Also wir sollten ab jetzt nur noch Leute aufnehmen, die auf jeden Fall auch kämpfen können. Boah, Blitzsturm, ich hab mich gerade voll erschreckt. Ja, natürlich schlägt der Blitz direkt in unsere Außenlage ein. Okay. Okay, sie wird versorgt. Okay. Fuck. Gino hatte einen Zusammenbruch und wird seine Wut an deinen Tieren auslassen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Die Ursache, die das Fass überlaufen ließ, Kolonisten nicht begraben. Das Problem ist, wir können Gino nicht umboxen. Weil Chat hat richtige Scheißlaune. Chat wird auch gleich flippen. Oh nein. Tiere wegsperren, das geht nicht. Auch wenn man Türen verbietet, die benutzt sie trotzdem. Okay, wer stirbt? Amelia oder Twogen? Amelia. Ein Rest in Peace in den Chat für Amelia, unser Alpaka. Tut mir leid. Beide? Nee, nicht beide. Oder sucht er jetzt die Katze? Nicht Sturmköter! Gino, du mieses Schwein. Verpiss dich von Sturmköter. Ob das Feuer hier nochmal ein Problem für uns wird? Niemand weiß es. Ist Mutter gerade einfach durchs Feuer gelaufen? Was ist denn bei ihr los? Oh Leute, ey, das kriege ich nicht mehr gefixt hier. Macht Gino? Nein! Nein! Du mieses Dreck, Gino, du mieses Dreckschwein!
Du bist so ein mieses Schwein. Du bist so ein krankes, mieses Schwein. Wie kann man so kalt sein? Wie kann man einfach... Gino? 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 Gino! Und legt sich schlafen. Und er legt sich einfach schlafen, als wenn nichts gewesen wäre. Er schlachtet einfach alle unsere Tiere ab und legt sich einfach schlafen. Wie so ein richtiger Psychopath, ey. What the fuck? Okay, was ist heute wieder mit Randy Random los? Kann mir einer erklären, was mit Randy Random los ist? Also von außen brennt unsere Kolonie. Innen drin wurden alle Tiere abgeschlachtet. Ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem aufgebaut, was wir noch haben. Überliegen noch Leichen rum und jetzt kommt ein Überfall. Es sind zum Glück nur 4 Stück. Okay. So, wir gehen in den Panic Room. Und ich wollte gerade unsere Tiere schützen, aber muss ich ja nicht. Hat sich ja Gino drum gekümmert. Danke, Gino, übrigens. Ist es hier eine Granittür? Brennen Granittüren? Nee, ne? Wir sind eigentlich relativ safe hier, also. So, erstmal, wo ist Chat? Schläft im Bett, geil. Fat Javel liegt draußen. Dr. Joe liegt auch draußen, die schlafen. Mutter brennt. Oh. Ja. Okay. Ja, Mutter. Gut. Hol sie rein. Ja, wie? Komme ich hier durch? Mutter. Komm, lauf durchs Feuer einmal durch. Ne, wir löschen das. Wo sind die? Die kommen ja schon. Die sind schon da. Ich warte mit Mutter hier draußen. So, ich hoffe, die werden einfach sterben an den Fallen. Okay, einer ist tot. Okay, tot. Okay, warum will der nach innen abhauen? So, Mutter. Entspanne dich bitte. Der wurde enthauptet von der Falle! Der muss ganz unglücklich gestolpert sein. Wahrscheinlich hier so vorne. Der ist wahrscheinlich, ich sag's euch, wie es passiert ist. Der ist hier vorne auf den Joints ausgerutscht und dann mit dem Kopf in die Bärenfalle rein und zack war der Kopf ab. Möglicherweise hatte er die Joints aber auch selber in der Tasche, man weiß es nicht. Und eine neue Rettungskapsel. Was ist hier eigentlich los? Hab ich mein Spiel komplett verbuggt jetzt oder was, dass jetzt auf einmal hier die nächste Rettungskapsel kommt? Okay, also Mutter, was macht Mutter? Warum hat Mutter Klamotten eigentlich an? So, wir gucken mal, Rettungskapsel. Okay, Leute, jetzt wird's interessant. Es wird interessant. Ein Folterer namens Spears ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn sie den Aufschlag überlebt hat, ist sie vermutlich schwer verletzt. Spears? Oder ist es Britney Spears? Leute, das ist Britney Spears. Spears gehört zu der feindlichen Fraktion nordöstliche Falia. Falia, ja. Du kannst sie einsperren, um sie zu rekrutieren oder zu versklaven. Okay, let's go. Wo ist sie? Sie kommt noch runter. Ist sogar relativ nah. Oh, sie könnte verbrennen, wenn sie Glück hat. Okay, wir gucken rein. Okay, sie sieht uralt aus.
Okay, let's have a look. Sie ist 65. Verweigert, fürsorglich, sozial und geistige Arbeit. Ist nicht so schlimm. Psychopath und habgierig. Ja, das ist nicht so geil. Aber Kunst, Leute, wir könnten sie Kunst herstellen lassen. Nahkampf 13, Konstruktion 6, Pflanzenflamme 5, Tiere Flamme 9, Handwerk 5. Okay, Chat, offizieller Vote. Behalten wir Britney Spears? Ja oder nein? Also Psychopath ist in diesem Szenario tatsächlich ein sehr guter Trade, weil sie dann nicht so Probleme mit Leichen und sowas hat, glaube ich. Ja, als Tank Meat Shield. Ja, wir könnten ihr eine Keule geben und sie brettert einfach alle weg. Okay, 64% sagen ja. Gut, das bedeutet, wann stirbt sie überhaupt? In 3 Stunden? Okay, Leute, das wird eine knappe Aktion. Aber ich will jetzt nicht Chat wecken. Wir lassen uns ein bisschen vom Schicksal abhängen. Oh. Warte. Machen wir hier draußen Dings. Aber das schafft Mutter nicht, oder? Meine Mutter brennt ja selbst. Vor Ort behandeln. Mutter ist zu langsam. Okay, wir könnten es. Okay, wir können. Aber wir können sie vor Ort nicht behandeln, weil wir sie gefangen nehmen müssen. Oder sehe ich das falsch? Mutter schafft alles. Mutter ist ja schnell. Doch, einen Spot hinbauen, Matteo. Aber ich glaube, man kann nur in eine. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Struktur, Möbel. Schlafplatz, Boom. So, Gefangenenbett können wir nicht machen. Dann machen wir hier raus. Warte. Damit sie nicht da reingebracht wird. Wo ist Mutter denn gerade? Schafft Mutter das überhaupt hin? Hier brennt ja alles noch. Boah, leck mich am Arsch, ey. Fuck. Ey, wenn ich Chat schicke, wird er ausrasten. Mutter flippt auch. Nee, es geht nicht. Ich kann sie nicht gefangen nehmen. Also es geht nicht, weil sie feindlich ist. Und Mutter schafft das nicht. Aber wir schaffen das einfach nicht. Also Chat jetzt aufzuwecken, der ist schon kurz vorm Flip. Es geht zwar noch, aber ich will das nicht riskieren. Nee, tut mir leid, es geht nicht. Es geht leider nicht. So, wir müssen ihn da draußen sterben lassen. Können wir sie ausziehen zumindest? Hat sie gute Klamotten? Ey, das ist gut. Das ist auch okay. Normal, 66%. Wir könnten sie ausziehen. Du brauchst sie. Ja, aber ich krieg sie nicht. Also egal, wie sehr ich sie brauche, ich bekomme sie nicht. Wir ziehen sie aus. Erst retten und behandeln, dann abreißen und gefangen nehmen. Geht easy. Man kann retten und behandeln nicht machen bei einer feindlichen Fraktion. Man kann also nicht retten. Guck mal, man kann das nicht auswählen. Schaut mal. Wir können gefangen nehmen, ausziehen, aber sonst nichts. Wir haben um 22 Uhr etwa angefangen, Kleehausen. So, was für Klamotten hat Mutter an? Warum ist das hier geforst und warum ist es übel? Dann ziehen wir was anderes an. Was mit der Hose? Normal. Wie ist diese Hose hier? Auch normal. Okay. Eine Karawane der Fraktion Schwarze Felsen Verwandtschaft nähert sich. Sie sind Schamanenhändler.
Sie werden ein paar Tage bleiben. Mal gucken, wie viele es sind. Oh, alter Schwede, das sind ja mega viele. Okay. So, was wir auch machen müssen, wir müssen diese beiden Alpakas reinbringen und schlachten. Unsere Katze ist abgebrannt, oder? Kann das sein? Chat, ist unsere Katze abgebrannt? Ist Sturmköter einfach verbrannt? Nobody knows. Matteo, die Betten. Und wir machen aus der Krankenstation wieder Krankenbetten. So, wir müssen die verdammten Leichen wegschaffen. Und ich muss Kolonisten begraben. So, Chats Bono, Mutbonus steigert sich wieder. Wir tragen Fedjevel jetzt weg. Wir haben nur noch zwei verbleibende Leichen, das schaffen wir. Dr. Joe brennt hier draußen. So, Mutter soll handeln. Und zwar hier mit dem Leiter der Karawane. Oh, Mutter ist verletzt, deswegen sind die Preise nicht besonders gut. Ein Polarwolf? Und Biber. Ich habe noch nie Biber gesehen. Was ist das denn? Klarstahl, Schocklanze, Beruhigungswelle, Tierstörwelle und Gold. Okay, was machen wir? Neue Tiere für Gino. Oh, ein Polarwolf wäre aber schon geil. Kauf Bier. Nee, ich kaufe jetzt kein Bier. Brauchen wir Biber? Was machen denn Biber? Ich glaube gar nichts. Aber stell euch mal vor, Chat hätte den persönlichen Wolf. Also wie so ein Bodyguard. Sturmköter schreibt, Polarwolf passt besser zu meinem Namen. Ja, aber Sturmköter, du hast jetzt nicht unbedingt Glück gebracht bei der Namensgebung. Aber eigentlich hast du schon recht. Okay, ich will den Polarwolf haben. Ich kaufe den Polarwolf. Let's go. Plastahl. Kaufen wir auch von dem Rest von dem Geld Plastahl. Gold. Eher Gold, oder? Plastahl bekommen wir aus dem Mechanoiden. Gold bekommen wir nicht. Wir müssen Gold kaufen, Chat. Fuck, kann man gar nicht so viel leisten, ne? So viel können wir uns leisten. 5 Gold. Weg mit dem Wolf, kauf Biber. Was wollen wir denn mit den scheiß Bibern, Leute? Was machen denn Biber? Kampf. Nahkampfschaden pro Sekunde 2,35. Rüstungsdurchdringung 11%. Nahkampfausweichchance 0%. Sind es Kampfbiber? Es ist ein Alpha-Biber. Nahrung, Früchte, Samen, Bäume, verarbeitetes Essen, Trockenfutter. Warte mal. Aber zwei Männchen. Sollen wir jetzt Biber kaufen oder was ist hier los? Wir sind useless. Alpha Lel. Nein, wir kaufen jetzt den Polarbär. Wir kaufen den Polarbär. Wir kaufen den Wolf. Der Polarwolf. Nicht Bär, sorry. Polarwolf. Mann, diese Fliege! Hier ist so eine Fliege, die mich die ganze Zeit abfuckt. Du brauchst das Neutramin. Das Neutramin brauchen wir aber nicht jetzt. Wir brauchen jetzt einen Wolf. Ich kenne meine Prio-Liste sehr genau. So. Okay, Versuch Nummer 38, ein Tier in dieser Kolonie überleben zu lassen. So, Tiere. Wir schicken ihn erstmal unbegrenzt, genau. So, dann... Okay, wir machen es mal so. Weil unsere Katze gestorben ist, wirklich, dann werden wir jetzt einen neuen Versuch starten und wir nennen diesen Wolf Sturmköter. Und wir beten zum Rimworld-Gott, dass er länger überlebt als unsere Sturmköter-Katze. So. Geil. So, dann lass mal auf Tiere gehen. Wir wollen natürlich Sturmköter auch trainieren. Und zwar zum Transport erstmal. Transport ist mir wichtig, weil wenn wir einen Polarwolf haben, der transportiert, dann ist es schon mal GG, fast. Ansatzweise GG. So. Dann, wir brauchen noch ein Grab. Haben wir. Kann jemand Dr. Joe Gerner wegtragen? Alle sind ab... Boah, Mutter flippt gleich. Fuck.
Gino, du musst wegtragen. So, no storage space. Naja, Hauptsache du hast Spaß. Ja, das ist ja die Hauptsache auf jeden Fall. So. Somit haben wir alle Kolonisten begraben, die noch zu begraben waren. Dann müssen wir hier die ganzen Leichen noch wegschaffen. Aber die Leute sind zu schlecht gelaunt. Fuck, Chetritio, Leichen weg, ist scheiße. Reis ist verrottet, da es nicht abgeerntet wurde. Nein. Reis kann verrotten? Ach so, aber nur hier, man sieht dann die Bar, die runtergeht, oder? Mach mal Blümchen in die Töpfe. Ja, machen wir. Aber erstmal Prio erstmal ordnen. So, erstmal das Gold hier reinbringen. Was haben wir noch? Hier haben wir Holz. Hier liegt ein Haufen Gold, was wir gerade jetzt nicht mobilisieren konnten. Ich muss das Gold mal hier reinbringen. So, wir bringen das hier rein. Dann, solange Gino noch gut gelaunt ist, bringen wir mal die Leichen weg. So. Könnte unser Wolf nicht die Leichen essen? Ey, was ist, wenn der Wolf einfach die Leichen isst? Ist das ein Problem? Es vergehen keine 30 Sekunden, wo nicht irgendein Shit passiert. Chat verfiel in einen sadistischen Wutanfall. Er wird seine Wut an den Gefangenen auslassen. Wenn Chat jetzt seine Geliebte umbringt, gehe ich nach Hause. Ich sag's euch. Und jetzt verpisst er sich. Was? Nee. Warte mal. Also mal. Chat haut hier Keks United auf die Fresse. Alles klar, ne? Dann geht er zu Vorishi, kriegt eine Abreibung und merkt, dass er zu schwach ist für Vorishi. Und dann geht er zu seiner Freundin und will seine Freundin schlagen. Ist das unser Chat? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und jetzt kriegt er von seiner Freundin aufs Maul und nimmt sich was zu essen und verpisst sich. Mann, ey, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Und die sind alle im Arsch. Kann sich Gino um... Hä, warum ist ein Gino high? Warum ist ein Gino high? Wann hat ein Gino einen Joint geraucht? Was mit Chat? Ja, das ist nur Prellung. Da muss er durch jetzt. Leute, ich raff das hier nicht. Wir müssen uns mal ganz kurz mal entspannen. Sturmköter ist der letzte Normale hier. Sturmköter ist der letzte Normale, auf den ich mich verlassen kann. Matteo, Tür zu zwischen den Fallen. Oh fuck, stimmt, hier fehlt eine Tür. So, was haben wir denn hier? Eine Granittür. Bauen wir hier. So. Okay, soweit, so gut. Wir lauben mal diese Waffen hier. Wir müssen auch diese verdammten Leichen hier wegbringen, ey. So, was macht Gino jetzt gerade? Zieht Vanillaschniedel aus. Warum zieht Gino die Freundin von Chat jetzt aus? Warum denn ausziehen? Habe ich das geklickt? Das stimmt doch nicht, oder? Warum denn ausziehen? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Behandeln. Jo, Leute. Geht ab hier. Ist einfach geil. Ist einfach nur geil.
Jetzt ist hier eine Leitung geplatzt. So, wo denn? Ja, oh, es ist eine Lüftung. So, wer löscht das? Niemand. Der Chat baut. Gino kommt. Okay, komm, Gino. Sehr gut. Und gelöscht. Nice, Mann. Auf Gino kann man sich verlassen. Nein! Sadistischer Rage. Mutter! Mutter verfiel in einen sadistischen Wutanfall. Sie wird ihre Wut an den Gefangenen auslassen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Die Ursache, die das Fass überlaufen ließ, war in Dunkelheit. Gut, Runde Nummer 2. Wir können Wetten abgeben. Wer gewinnt diesen Kampf? 1, Mutter. 2, wieder Borishi. Und los geht's. Okay, war ein kurzer Kampf. Mutter ist umgenockt worden. Wir gucken mal ganz kurz. Einfach nur bewusstlos, oder? Und Borishi hat einfach schlafen gelegt. GG. Oh Gott, ey. Oh, Mutter selber aufgewacht. Geil. Warte, wir erlauben mal das hier. Mutter, nimm mal bitte die Waffe. Und dann leg dich mal bitte in ein Bett. Und entspann dich. Nee, nichts tragen jetzt. Ist Pemikan, ja, von mir aus. Wenn das hilft, dann isst du jetzt Pemikan. Der hat eine Power Armor. Nee, der hat keine Power Armor, oder? Der hat einfach nur so eine normale Schutzjacke. Das ist keine krasse Armor. Aber der Typ ist absolut insane, ey. Der zerstört einfach alles. Also was hat denn der für Werte? Der hat halt Nahkampf 12. Und ist Optimist. Straßenkind, 41, kommt aus Russland. Kein Wunder, dass er allen auf die Schnauze haut. Den kann man nicht umklatschen, Leute. Der ist unbesiegbar. Und Wundinfektion, let's go. Bei Borishi, okay, da wird aber auch gleich behandelt. Und Ambrosiahain, oh, was Positives. Aber zu weit weg. Zu weit weg. Okay, wir schauen mal, dass die Wundinfektion direkt behandelt wird. Oh, wurde sie auch direkt, oder was? Alter, das geht ja schnell. Guck mal, Immunität ist bei 1%. Wundinfektion bei 2,1. Und wir haben ein Geschenk bekommen. Aber was ist denn hier im Sekundentakt? Kommen hier die Sachen rein? Wir haben die krasseste Medizin im Spiel bekommen. Die habe ich noch nie gesehen. Habt ihr die schon mal? Ich habe die noch nie gesehen. Hightech-Medizin mal 2. Ich würde sagen, wir verbieten die. Lass die da liegen. Das ist ein Biber. Okay, wir haben schon mal sehr gute Medizin. Das ist schon mal nice. So, Körper. Gino wurde jetzt versorgt. Der liegt im Bett. Sobald er aufwacht, soll er bitte mal die Leichen hier wegtragen. Das sind die beiden hier noch. Hier liegt noch ein Torso rum. Und hier liegt auch noch ein Torso rum. Verboten. Okay, machen wir gleich. Erlauben wir mal. Wir müssen einfach die ganzen Leichen hier wegschaffen, damit es den Leuten wieder besser geht. Warum schläft der Typ hier oben? Liebt dich mehr als die anderen. Okay. Anwerben auf Prio 1. Ja. Okay, wir machen mal. Haben wir ja. Wir haben bei Mutter Teresa und bei Chat haben wir Aufsehen auf Prio 1. Wir machen es mal bei Chat weg. Elefantenfleisch ist verdorben im Lager. Warum das denn? Ist hier drin nicht mehr kalt oder was doch? Oh nein, lag das hier? Weiß ich nicht. So, stirbt Keks United. Blutet gerade. Wir müssen uns gleich, glaube ich, gleich mal drum kümmern. Was macht Mutter? Mutter kümmert sich um Chat. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dass sich um Chat gekümmert wird, ist sehr, sehr wichtig. Erlaube diese Waffe hier. Also sind wirklich, wir sind die ganze Zeit so ganz kurz vorm RIP. War die Lüftung im Lager nicht defekt? Die ist eh geschlossen. Die ist eh geschlossen. Und die hat keine Auswirkungen auf diese Temperatur. Hier innen drin sind minus 19 Grad. Ist perfekt. Also ist kein Ding. Hat Sturmköder gerade was gegessen? Weiß ich nicht. Wir haben aber auch genug Fleisch.
So, haben wir jemanden, der Sturmköter trainiert? Wir haben Tierpflege nicht auf 1. Ich hätte gerne, dass Chat, dass es der persönliche Hund von Chat wird. Aber alle anderen sind besser in Tierpflege. Dann wird es wahrscheinlich Mutters Hund. Und Bauen machen wir bei Gino mal wieder raus, weil der dann Skill von 0. Gino soll in erster Linie transportieren. Ja, Waldarbeit ist gerade nicht so wichtig, oder? Ich glaube, er verweigert Transport. Ne, hat er doch hier drin. Machen wir Transport auf eine 1. Wir müssen jetzt erstmal tragen. Kritischer Alarm, medizinischer Notfall. Bei wem? Scheiße. Mutter schläft. Sobald sie aufwacht, muss sie ihn gefangen nehmen. Ja, du solltest Sturmköter mit den Leichen der Angreifer füttern. Wäre eigentlich eine gute Idee, aber da müssten wir die Leichen irgendwo hier hinten sammeln. Was machen wir halt hier draußen, damit die nicht die ganze Zeit rumliegen? Was macht ein Gino? Wo ist der denn? Auf dem Friedhof oder was? Denk auch an die Fallen. Ja, wir haben noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stahlfallen. Ist eigentlich mehr als genug im Moment. Der frisst von alleine, okay. Die rippt jetzt. Wer rippt jetzt? Besuchergruppe kommt uns besuchen. Die haben einen Elefanten dabei. Wenn die diesen Elefanten verkaufen, Chat, dann sind wir wieder im Game. Wir haben 700... Die haben keine... Ich revidiere. Die haben keinen Elefanten dabei. Ist RIP. Oh, Vanillaschnee. Leute, eure Freundin hat sich vollständig erholt. Wird sie eigentlich angeworben, ist die Frage. Oh, fuck, ich werde nicht an. Ich mieses Arschloch. Okay. So, Keks United wird versorgt. Was nicht kein Geschütz und wie die Killbox aussieht, als ob er das zum ersten Mal spielt. Wolle, wir haben noch keine Zeit gehabt, die Killbox zu bauen. Weil, wenn du die letzte Folge gesehen hast, wir wären fast gestorben. Wir sind bis auf 3 Leute sind alle verreckt. So, wir müssen jetzt erstmal die Kolonie stabilisieren, damit alle dauerhaft gut gelaunt sind. Und dann baue ich ein neues Konzept von der Killbox, die ganz anders aussieht als das alte. Ich werde was komplett Neues bauen. So, wo sind eigentlich die Waffen? Chat hat die Waffe. Mutter hat eine Maschinenpistole. Warum hat Gino keine Waffe? Gino sollte eine Fernkampfwaffe benutzen. Ich würde sagen, wir geben ihm eine schwere Maschinenpistole. So, ich kann jetzt nämlich schon mal anfangen anzulegen. Und zwar, aber erst will ich auch mehr Lampen haben. Warte mal, wir bauen mal hier eine Lampe in die Mitte, damit sie hell ist, weil die Leute fucken sich auch die ganze Zeit ab, dass es dunkel ist. Und ein Überfall? Hä? Gab es eine halbe Minute, wo wir nicht gestresst wurden? Nein. Okay, also, Prio Nummer 1. Unsere Tiere kommen in die Tierzone, damit die safe sind. Prio Nummer 2. Unsere Leute gehen in die Panikraumzone. Hat Gino schon sein Gewehr genommen? Ja. Okay, dann Überfall. Piraten der Fraktion Atombomben von Russland sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie im Präventivschlag. Okay, die haben Granaten. Und ein Brandgeschosswerfer. Wir schaffen das. Wir schaffen das trotzdem. Macht euch keine Sorgen, wir schaffen das easy. So. Ich lasse unseren Gefangenen nicht frei. Wir haben nämlich hier Besucher. Und es kann gut sein, dass die Besucher auf die drauftreffen. Es kann aber auch sein, dass wir so unlucky sind, dass die so um den Berg rumlaufen und die so. Und dass die sich niemals treffen, obwohl es hätte eigentlich passieren müssen. Kann auch sein. Eins von beiden könnte passieren. Also, ja.
möglicherweise, ja, kann passieren, dass wir so unlucky sind, dass die sich gerade verpassen. Okay. Das ist gut, das ist gut. Hier draußen die Gold übrigens noch. Egal, sollen die kommen. Oh Mann, ey. Okay, aber ich glaube, wir kriegen das allein mit den Fallen schon hin. Die Fallen reichen, glaube ich, schon. Ja gut, wir schauen mal. Warme Kleidung benötigt. Wie viel Grad haben wir denn gerade? 5 Grad, okay. So, geht es Chat inzwischen wieder besser? Kolonist nicht begraben. Wir haben aber alle begraben. Einer von uns ist gestorben und wir lassen ihn einfach liegen. Niemand sollte einfach so in der Gegend liegen gelassen werden. Ja schon, aber wer denn? Wir haben doch alle Kolonisten begraben inzwischen, oder? Störter Schlaf, ohne Tisch gegessen, hat eklige Nahrung gegessen. Okay, die starten jetzt ihren Angriff. Die sind alle in dem... Warum liegen die alle in den Krankenbetten? Naja, sollen sie. Nicht jetzt. Nicht jetzt, Vorishi. Du mieses Dreckschwein. Und natürlich sind hier Waffen. Der kann einfach eine Waffe nehmen. Okay, aber wie mache ich denn das jetzt? Ich mache es mit Vorishi später. Die werden jetzt einfach sterben, oder? Falle, der erste ist RIP. Zweite ist RIP. Wo sind die anderen? Was macht der denn da? Okay, unsere Fallen haben es gelöst. Kein Problem. Die sind alle tot. So, wir haben nur noch Vorishi als Problem. Ich denke, wir sollten mit allen drei kämpfen. Stellen uns hier außen hin. Fuck. Okay, Chat schießt einfach. Warum schießt denn Chat? Was hat denn... Was ist denn das hier für ein... hallo? Das ist ja völlig eskaliert. Na gut. Hat das Problem aber gelöst. Tod in 18 Stunden. Wundinfektion, Nahrungsmangel, Bruch bis... Ja gut. Okay, wer ist am besten gelaunt von... Mutter ist eigentlich am schlechtesten gelaunt. Wir nehmen sie trotzdem, weil... sie ist eine gute Ärztin. Erst schießen, dann fragen. Ja, das ist Chat. So. Wir müssen trotzdem die verdammten Leichen hier noch wegschaffen. So, Gino ist noch gut gelaunt. Also die Zone müssen wir ändern. So, dann nehmen wir Gino und sagen, bitte hier wegschaffen. Genau, tragen wir hier ihn weg, dann tragen wir ihn weg, tragen wir ihn weg. Es sind 3 Leichen. Mehr Leichen sind hier, glaube ich, aktuell nicht. Und hier können wir auch noch wegtragen. So, Gino bringt die Leichen weg. Chat erholt sich gerade. Kritischer Notfall bei Vorishi. Ich glaube, er wird jetzt aber auch versorgt. Ist seine Wundinfektion extrem? Wie sieht es aus? Die Immunität ist bei 85%, die Wundinfektion ist bei 80%. Das heißt, er wird überleben. Er wird überleben. Also wenn wir ihn bekommen, haben wir einen absolut abgehärteten Motherfucker bei uns in der Kolonie. Der einfach alle mit bloßer Hand totschlägt. So, irgendwo muss aber noch ein toter Kolonist liegen. Ja, ich weiß, aber wo? Also, wo ist noch ein toter Kolonist? Ich meine, der wird ja hier nicht angezeigt, oder? Oder Kolonist nicht begraben. Wo sehe ich denn das jetzt? Dr. Joe Gerner? Der liegt doch hier. Ah, ne, hier, wer ist das? Folter, können wir auch mal wegschaffen. Neben dem Friedhof. Wo denn neben dem Friedhof? Wo seht ihr das? Oder hier neben dem Friedhof? Hier, wer ist das? Andys Vater, ihr habt recht! Oh mein Gott! Andys Vater liegt noch hier! Seit Jahrzehnten! Danke, Mann! Danke, Chat!
So, dann müssen wir hier ein Grab ausheben für Andys Vater. Was machen wir hier? Alter Schwede. Andys Vater, Gott hab ihn selig. Erinnert dich noch? Damals? So, und dann machen wir es mal so. Gino soll Andys Vater begraben. Boah, dann kriegen wir diesen Trade auch weg. Das ist ja geil. Wir müssen Fallen bauen. Wir müssen ganz dringend Fallen bauen. So, wir starten hier. So, ich wollte aber jetzt langsam mal anfangen, das Konzept für unsere neue Defense aufzubauen. So, erstmal werden hier die ganzen Fallen gebaut. Boah, guck mal, der Stimmungsbonus, Leute. Wie gut gelaunt die alle sind. Fackellautes Massengrab ab in den Brandgeschosswerfer. Ja, können wir später auf jeden Fall machen. Das haben wir in dem letzten Run ja auch gemacht. Aber ich will mich jetzt erstmal ganz kurz darauf fokussieren, dass wir hier alles aufräumen und dann mal unsere Defense aufbauen. Und dass hier auch geputzt wird. Hier wird nicht mehr geputzt. Shit, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die hier putzen. So, die erlauben wir. Das hier erlauben wir auch. Die Waffe erlauben wir auch. Granaten erlauben wir. Den Revolver erlauben. Obwohl, nee, ich verbiete den Revolver. Wisst ihr, alles, was scheiße ist, lassen wir draußen verrotten einfach. Weil wir brauchen das nicht. Und es steigert nur den Wert unserer Kolonie. Ich verbiete jetzt den ganzen Crap, der hier außen rum liegt. Und lasse es einfach verrotten. Ein Knüppel, Knüppel aus Stahl. Können wir auch verrotten lassen, ist mir alles egal. So, es darf alles verrotten. So, dann. Jetzt kommt das Konzept von unserer Defense. Also das hier ist, glaube ich, die längste Linie, also der längste durchgehende Weg an Sumpf, auf dem man langsam laufen kann. Sumpfige Erde, Laufgeschwindigkeit nur 46%. Das heißt, auf diesem langen Stück sind Angreifer langsamer. Das bedeutet für mich, ich werde da jetzt einen Tunnel anlegen, in dem wir kämpfen werden. So, planen. So, diese Linie hier ist das. Das heißt, oben drüber davon und unten drunter davon. Ich glaube, die Linie ist am längsten, oder? Wartet mal. Das ist ja nicht länger. Kann man schwer sagen. Ist hier noch Sumpf? Sumpf. Normale Erde. Ist beides gleich lang. Ich will aber, dass sie nur in einem Gang lang laufen. Wir bauen es trotzdem so. Okay, also wir legen das jetzt hier so an. So, das hier wird der Gang, in dem wir fighten. Feldarbeit nicht vergessen. Stimmt, damit die Felder geerntet werden. Ist alles verdorben übrigens. Außer der Mais. Okay, wir erlauben mal Feldarbeit bei jemandem. Wer ist der beste Feldarbeiter? Chat. Also machen wir Bauen bei ihm runter und machen Feldarbeit auf eine 1. Dann soll Chat den Mais reinholen, weil das wird langsam mal Zeit, dass wir auch ein bisschen vegetarisches Zeug essen. Risikozusammenbruch bei Gino. Aber ihm geht's ja noch gut. Ein Freund starb, das wird bald vergehen. Gestörter Schlaf, hat eklige Nahrung gegessen. Kolonist starb. Wo ist Ginos Bett? Gino schläft hier. Das Problem an Ginos Raum ist, dass hier überall Durchgangstüren sind. Das heißt, wir verlegen mal sein Bett. Hier schläft Chat. Ich lasse mal Gino hier drin schlafen. So, Gino soll jetzt da pennen. Und wir bauen hier den Boden. Bauen wir nochmal glatt. Und ich würde, glaube ich, auch schöne Möbel für Gino mal bauen. So, und dann brauchen wir noch ein Nachttischregal. Und dann müssen wir das ja auch noch anpflanzen. Machen wir aber dann gleich. Okay. Matteo, da fehlt noch eine Tür zwischen den Fallen. Ja, wo fehlt die Tür? Wo fehlt die Tür? Um die anzubauen, die hier oder was? Oder, also meint ihr diese Tür hier? Ich sehe es gerade wieder nicht, Leute. Ich bin wieder blind. Hier fehlt eine Tür. Hier fehlt eine Tür. Danke. Ich bin Blindfisch. So, okay.
Nee, rechts. Ja, genau. Okay. So, also, jetzt mal ganz kurz. Meine Idee ist folgende. Wir bauen einen Tunnel, der so lang ist. Und an dem Tunnel sind links und rechts ganz viele Türen. Am Ende vom Tunnel stehen unsere Kolonisten und schießen in diesen langen Gang aus Deckung heraus. Das heißt, sie gehen hier und hier an die Enden, an die Wände in Deckung und ducken sich immer raus und schießen in den Gang rein, sodass alle Leute hier geclustert sind, langsam laufen und immer wieder Schüsse abbekommen. Aber hier sind Türen. Das heißt, sobald die zu nahe kommen, verschwinden wir mit unseren Leuten in diese Gänge an der Seite. Die Türen gehen zu und dann müssen die in unser Tunnelsystem reinlaufen. Während die in das Tunnelsystem reinlaufen mit den Fallen, laufen unsere Kolonisten in Seitengängen nach hinten und hier sind auch Türen und schießen denen dann noch in den Rücken. Das ist mein Plan für die Killbox, erstmal ohne Geschütze. Dann werden wir das so machen, dass wir Geschütze dazu machen und dazu werden wir eine Killbox hier vorne, glaube ich, bauen. Das heißt, wenn sie die Killbox vorne geschafft haben, dann werden sie erst hier hinkommen. Oder wir bauen die Geschütze vielleicht hier irgendwo noch mit rein. Also so ist so der grobe Plan. Das wird alles nie passieren, Kappa. Hört sich gut an. Ja, ob das passieren wird oder nicht, wissen wir nicht, aber das ist mein Plan. Es geht erstmal darum, den Plan zu haben. So. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen Türen bauen, aber baue ich Granittüren? Wie viele Granitsteine habe ich noch? Granitblöcke, 184. Was kostet eine Tür? Sieht man das hier? Aufwand 88, weiß ich nicht. Kostet nicht 25 oder so? Strukturen, Türen, 25. Das ist ganz schön teuer. Wie viel Holz haben wir aktuell? Wir haben am meisten Marmorblöcke eigentlich. Das heißt, ich muss ganz langsam anfangen zu bauen. Sind Geschütze nicht das Effektivste? Die müssen nicht neu bestückt werden wie Fallen. Ja, also das Problem bei Geschützen ist, dass wenn wir den Raum so gestalten, dass die Angreifer immer mit den Geschützen kämpfen, dann zerstören die Geschütze meistens. Also gerade die großen Angreifer. Und das heißt, wir sind dann immer damit beschäftigt, Stahl und Bauteile immer wieder in unsere Geschütze reinzustecken. Und das kostet A, Zeit und B, Ressourcen. Das heißt, unser primäres Ziel sollte es sein, mit unseren Kolonisten zu kämpfen, weil A, die verbrauchen keine Munition, keine Ressourcen. Es ist ein bisschen risky, aber die steigern ihren Schussskill damit auch. Das heißt, sie werden auch immer besser. Und das heißt, wir sollten die Geschütze eigentlich nur im Notfall benutzen, wenn die Angreifer es geschafft haben, durch die Kolonisten durchzugehen. Dann kommen die Geschütze dazu. Wenn sie die Geschütze auch überwinden, dann kommen die Fallen dazu. Also so in etwa. Shiny killen. Ja, nee, wir können das Trumbo nicht killen. So, was ist mit Gino los? Warum ist er schlecht gelaunt? Mein Freund starb. Sonneneruption, fuck. Hat eklige Nahrung gegessen. Unansehnliche Umgebung. Kolonist gestorben mal zwei. Sehr hungrig. Okay. So, das ist ziemlich kacke jetzt, dass das Ding ausgefallen ist. Wie kochen wir denn jetzt? Brauche ich jetzt eine Feuerstelle oder so? Also Fallen als letzte Instanz. Ja, oder eine Kombination. Man könnte in diesen Gang hier, da wo sie eh schon langsam laufen, zusätzlich auch noch Holzfallen reinbauen, die dann zwar immer wieder erneuert werden, aber es sind nicht so viele. Du hast einen Herd. Ja, der Herd ist aber Elektro. Nee, der ist aus Holz. Geil, geht. Okay, dann kochen wir hier. Koche einfache Mahlzeit, würde ich sagen. Geht am schnellsten. Oder wir machen mal... Nee, wir haben nicht... Doch, wir haben eigentlich ganz... Wir können auch gute Mahlzeiten kochen. Wir kochen mal... leckere Mahlzeiten, das gibt einen Bonus. Wir sind drei Leute, ich koche mal sechs Stück. So, dann machen wir hier Arbeit. Kochen, der beste Koch der Kolonie ist Chat. So, dann soll er bitte kochen. So, kommt gerade zurück. Er holt halt... Was ist ein Chat für ein Arbeitstier, bitte? Er holt halt einfach Stahl von ganz unten. Aber ist okay, ist cool. So, ich fange mal an mit der Planung jetzt.
Also ich muss jetzt ein bisschen genau überlegen, wie das aussehen muss. Als erstes bauen wir... Ich meine, umso länger die Strecke ist, auf der sie auf dem Matsch laufen, umso geiler ist das. Mir Kalksteinwände. Ich muss es, glaube ich, aus Marmorblöcken bauen. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist, aber das sind gerade die Blöcke, die wir am meisten haben. So, dann nehmen wir die Marmorwände mal hier. So, wir bauen hier... Das ist die Base, das ist der Start. Hier kommen Türen hin, mit denen sie in die Seitengänge ausweichen. Das heißt... Hier kommt eine Tür hin, hier kommt eine Wand hin. So, hier kommt eine Tür hin, hier kommt auch eine Wand hin. Ich überlege jetzt gerade hier. Was ist das hier für Land? Sumpfige Erde. Muss ich das überdachen oder also irgendwie stärker machen oder so? Ich weiß es nicht. So, dann, wie gesagt, hier waren die Türen. Dann, ich will auch Zwischentüren drin haben. Das heißt... Wir bauen immer 4 weit die Wände, dann eine Tür. 4 weit Wände, dann eine Tür. 4 weit Wände, dann eine Tür. Hier kommen dann wieder Türen hin. Eigentlich müssen die Türen hier hinten hin. Das ist ein bisschen komisch. Das heißt, ich ziehe die länger. Und hier kommen wieder Wände hin. Okay. So, ich muss hier aber auch Brücken bauen und sowas. Die Kolonisten können nicht nebeneinander stehen, wenn der Gang nur ein Feld breit ist. Können die sich nicht hier reinlehnen? Wir müssen die Tiere auch wieder in normale Zone lassen. Danke. Wenn die hier stehen, lehnen die sich nicht beide in den Gang rein und schießen? Die Brücken macht die Mod automatisch. Oh, das ist geil. Die stehen ja nicht im Gang. Können sie? Okay, cool. Genau das wollte ich ja tun. Also die stehen hier, die Kolonisten, hier und hier. Und die nächsten stehen hier und hier. Oder wisst ihr was? Wir machen es sogar noch kleiner. Also hier kommt wieder eine Tür hin. Hier, hier. Und dann werden wir hier das auch rausnehmen. Und hier dazwischen kommen überall Türen. Also woraus bauen wir die Türen? Haben wir genug Holz? Nein. Stahltüren will ich nicht bauen. Na, wir planen es erstmal so. Wir gucken dann gleich, welche Ressource wir als nächstes haben. So, der Gang geht bis hier hin. Das heißt, hier kommen die Türen hin und hier ist der Eingang. So, wenn unsere Kolonisten nicht mehr schießen können und es brenzlig wird, dann fallen sie hier in die Seitengänge aus und können dann hier zurück in die Base laufen oder hier irgendwie raus. Keine Ahnung, muss ich mir noch was überlegen. Und die Angreifer laufen dann hier natürlich in unser Fallensystem rein. Wir könnten hier so ein U bauen mit 2 kleinen Geschütztürmen, dass sie in den Rücken geschossen werden, wenn sie hier rauslaufen. Können wir uns auch noch überlegen. Fuck, unsere Leute sind ja mega schlecht gelaunt. Oh nee, jetzt kommt ein Überfall, ey. So, das hier oben müssen wir... Ich reiß das mal auch hier oben ab. Befehle. Oh nee, müssen wir abbrechen. So, das brauche ich nicht mehr. So, okay, soweit, so gut. So, jetzt warum Überfall? Was ist denn hier schon wieder los? Erstmal Tiere sichern. Tiere in die Tierzone. Menschen in den Panic Room. Wie viele Fallen haben wir aktuell? Einige. Überfall. Stammesmitglieder der Fraktion, die Latroska vom Zulauf, sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort an. Okay, es sind 5 Stück. Sollten wir schaffen. Sollten wir schaffen. Heute Definitiv Matteo muss länger streamen. Wie viele Leute sind gerade da? Wir können heute in Definitiv machen, wenn ihr wollt. Also solange 2000 Leute da sind, streamen wir einfach weiter Trimworld. Ist es ein Deal? Weil trotzdem morgen, wir haben morgen Meeting. Aber egal, machen wir einfach, okay? Ist das cool? Deal. Okay, nice. Okay, gut. Also, weiter geht's. So, die Leute kommen zurück. Sturmköter ist in Sicherheit. Vanillaschniedel ist hier oben auch in Sicherheit. Viele Fallen haben wir. Ich weiß es nicht. Warum sind die Leute schlecht gelaunt? Hässliche Umgebung, starke Schmerzen, hat rohe Nahrung gegessen.
Okay, die Angreifer kommen. So, die werden das wohl nicht überleben, oder? Oh, shit, die kamen hier rein, weil ich die Tür vergessen habe. Oh, dann wird's doch knapp. Okay, hat Gino eine Waffe? Ja. Okay, wir schicken Gino mal in Kampfmodus. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Okay, einer ist tot. Oh. Okay, easy. Easy clap. Und warte mal, hier oben ist jemand nur verletzt. Wir schauen uns mal Filou an. Erstmal tot in 5 Stunden, aber keine schwerwiegenden Verletzungen. Außer der Stich in den Kopf und Schädel, Bruchschädel. Ja, okay, muss man durch. Ohoho, ohohohohoho, ohohohohoho. Verweigert nichts. Eigenschaften Stubenhocker, was heißt das? Filou hat kein Bedürfnis, nach draußen zu gehen oder im Hellen zu sein. Es wird nie er wird sich nie eingeengt fühlen oder gar einen Lagerkoller bekommen, egal wie lange er drin oder im Dunkeln ist. Alter, das bin ja ich. Das bin ja ich. Guck mal, Leute, guckt mal die Werte. Flamme auf Fernkampf und auf Nahkampf. Nahkampf auf 8. Konstruktion 6. Geil. Bergbau, Flamme 9. Geil. Kochen, Pflanzen, Tiere ist kacke, aber trotzdem erlernbar. Handwerk 10. Das ist absolut sick. Medizin, Flamme 4 ist okay. Kunst 3, alles okay. Okay, ich würde sagen, behalten wir. Okay, mal 100% Vote. Wie in echt. Das könnte ich werden. Okay, wir versuchen erstmal zu retten. So, wir nehmen erstmal Mutter. Haben wir hier. Müssen wir halt gefangen nehmen, ne? Was können wir? Ist weg. Wir machen mal daraus ein Gefangenenlager jetzt. Wo ist Mutter überhaupt? Mutter repariert gerade eine Holztür. Wie viele Stunden waren das nochmal? 5. Ich glaube, Mutter schafft das in 5. Aber wir haben keine Medizin, sehe ich das? Sehe ich das richtig? Aber Mutter ist eine sehr gute Ärztin. Mutter hat Doppelflamme 10 Ärztin. Gino hat 9. Fuck, Mann, jetzt habe ich fucking Schluck auf. Ey, weißt du, was wir nehmen, Gino? Hightech-Medizin ist da. Ja, aber die Frage ist, verschwenden wir jetzt Hightech-Medizin für einen potenziellen, also für einen Gefangenen, der nur potenziell Kolonist wird? Da würde ich eher sagen, nein, wir heben uns die Hightech-Medizin auf für einen Notfall, wenn Chat krank ist oder Mutter. Schluck auf, Monke S. Wie geht's, Vurishi? Eine gute Frage, wir schauen gleich mal, Sekunde. Oh, warum lässt du Tepper fliehen? Warum soll ich einen sollen wir Tepper holen? Ich wüsste nicht warum. Schau mal auf seine Stats. Verweigert auch nichts. Oh, das ist ziemlich geil. Das Alter ist auch nice. Faul. Aber abgestumpft, das ist gut. Und schneller Lerner, das ist eigentlich auch ganz geil. Und sonst, ja, Skills eher durchwachsen. Also die Grundskills sind nicht besonders hoch. Nahkampf ist halt sehr, sehr gut, das stimmt schon. Okay, sollen wir versuchen, ihn umzuhauen, Chat? Sollen wir versuchen, Tepper auszunocken, um gefangen zu nehmen? Also prinzipiell sind Leute, die nichts verweigern, ein gutes Alter haben. Oh, shit. Ihr habt oh, ihr seid aber auch eh dagegen, oder? Ihr seid eh dagegen, zum Glück. Weil der ist stark angeschlagen. Der ist erstmal auf Drogen. Also ist drogenabhängig. Und seine rechte Niere ist verätzt. Wahrscheinlich von den Drogen, die er nimmt. Okay, Chat sagt aber auch mit 70% nicht nehmen. Okay. Dann lassen wir ihn einfach abhauen. So, Frage ist, können wir hier retten überhaupt? Tod in 7 Stunden. So, haut jetzt ab. Okay. So, damit unsere Leute wieder zurückkommen, also aus diesem Gang hier wieder rauskommen, muss ich irgendwie Eingänge bauen, mit denen wir wieder easy in unsere Base kommen. Das würde hier rüber gehen. Also wenn ich das hier so baue, dass es so zugeht, dann kann man hier rausgehen
Und hier schnell durch. Und hier noch eine Tür reinbauen. Das würde funktionieren. Aber die Leute, die hier oben sind, wo gehen die hin? Hier oben. Das würde hier vielleicht gehen. Also, dass sie hier durchrennen durch so eine Tür. Na gut, wir versuchen es auf jeden Fall. Hey, Wildboy. Hat er wen auf Aufsehen bei der Prio? Ja, Mutter. Wir haben Mutter bei Aufsehen auf eine 1. Weil sie, ist auch da, sie hat einen Skill von 16, also sehr, sehr hoch. Oh shit, was eigentlich mit dem mit unserer Kühlkammer? Okay, die geht wieder, minus 18 Grad. Unser Problem ist, wir haben ein ganz leichtes Energieproblem, ne? Achso, unrestricted, stimmt. Danke, Chat. So. Chat kocht jetzt gerade, ist aber gar nicht mehr nötig. Das heißt, wir gehen hier bei den Aufgaben. Koche leckere Mahlzeit 0. Wir brauchen gar keine mehr. Lass es einfach mal hier so. Und der Nährstoffpastenspendeautomat geht teilweise noch. Holy shit, was ist denn uns hier in die Bude reingebrettert? Alter! Komprimierter Plastahl! Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja absolut geil. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Es liegt direkt vor unserer Base. Wir lassen es genauso liegen und bauen das nicht ab. Weil dann steigert es nicht den Wert unserer Kolonie. Und wir können einfach das immer benutzen, wenn wir es brauchen. Alter, ich habe noch nie komprimierten Plastahl gesehen. Alter, das ist ja nice. Guck mal, klatscht uns direkt vor die Flinte hier. Passt rein. Okay, solange die Leute noch gut gelaunt sind. Warum putzt hier eigentlich niemand? Sieht aus wie Sau. Es sieht aus wie die Sau. Reinigen bei Mutter. Also sie baut auch. Shit. Oh, die Mutter macht gerade zu viel. Schneidern weg. Bauen weg. Tierpflege lassen wir bei ihr drin. Aufsehen auch. Ne, Tierpflege mache ich mal raus. Nicht so wichtig gerade. Bauen ist aber wichtig für Chat. Chat ist ein exzellenter Bauer. Dann machen wir mal hier auf eine 1. Kochen bei ihm raus. Und Feldarbeit auf eine 1, wenn es nicht mehr zu bauen geht. Weil das Wichtige ist, dass die Fallen auch wieder aufgebaut werden. Okay. So, Gino kümmert sich hier derweil um die Bäume. Wir holen also mehr Holz. Warum sinkt gerade die Stimmung? Stärkere Schmerzen. Mein Freund starb, hat eklige Nahrung gegessen. Wunsch nach frischer Luft. Ja, soll sie machen. Fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Hat leckere Mahlzeit gegessen. Richtig gemütlich, niedrige Erwartungen. Okay. Das Zimmer von Chat ist super schön. Das Zimmer von Mutter ist okay, aber sie hatte die beste Statue bei sich drin. Gino hat einen Wutanfall. Wie der echte Gino einfach. Einfach mal komplett ausrasten. Boxt er gerade die Leiche? Also ein krankes Schwein, ne? Da liegen noch Leichen, ja, ich weiß. Wir müssen die wegräumen. Lass sie mal Chat wegräumen. So, wir tragen hier die Leiche auch weg. Ich muss auch mal diese Skelette hier wegtragen. So. Ey, wisst ihr, was so geil wäre, wenn Sturmköter tragen könnte? Generator füllen plus Bäume beim Windrad fällen. Ach scheiße, da sind welche gewachsen, ihr habt recht. Holy, hä? Ich hatte doch hier eine Zone angelegt, normalerweise machen die das immer weg. Okay, so machen wir mal Pflanzen, nee, nicht ernten. Pflanzen entfernen. Dieser Baum muss weg. Das. So. Was macht Chat gerade? Trägt gerade. Okay, dann müssen wir das hier wegmachen. So. Okay. Soweit schon mal so gut. Wie geht's Burishi? Immer noch ein Widerstand von 25,7. Und wir können den Kraftstoffgenerator leider nicht wieder auffüllen, weil wir keinen Kraftstoff haben, weil vor ein paar... Was ist denn hier eigentlich los? Weil vor ein paar Monaten ist uns unsere Bumalope verstorben.
Wir könnten nur mal versuchen, eine zu zähmen, aber da ist die Prio gerade nicht drauf. Holzgenerator eventuell. Ja, es ist nicht so, dass wir in Holz schwimmen. Wir müssen dann jemanden die ganze Zeit Holz hacken lassen und das Holz brauche ich eigentlich für Fallen und sowas. Also ich hoffe einfach mal darauf, dass wir jetzt... Ja, wisst ihr was? Wir legen hier drunter ein Feld an. So, erlaube Aussaat. Wir pflanzen hier Reis. Weil dann haben wir da kein Problem mehr, dass da Bäume wachsen. Oder vielleicht sogar Mais. Krankheit Malaria, bitte nicht. Das gibt's nicht. Wir haben keine Medizin und ist Malaria ausgebrochen. Scheiße. Vanillaschniedel hat Malaria. Gino hat Malaria. Da wissen wir ja, wer nachts vielleicht ein bisschen intimeren Kontakt hat. Vorishi hat Malaria und Filou hat Malaria. Okay, Problem ist, wir können die nicht alle in einen Raum stecken, weil teilweise sind es Gefangene, teilweise einfach nur so, Leute. Wir haben hier unten Medizin, warum können wir die nicht ernten? So, wir ernten die jetzt. Wir machen es jetzt zweigeteilt. Chat schläft gerade. Kann Gino ernten? Das ist kein Landwirt, der kann ihn nur schneiden, shit. Wir müssen Chat wecken. So. Ja, fuck, man, so eine Malaria ist jetzt aber auch hardcore, ey. Was ist mit Kekse? Ja, warum liegt ein Vorishi in dem Bett jetzt hier? Dude! Also, wer hat alles Malaria? Hier, Malaria versteckt. Wir müssen jetzt erstmal sofort behandeln, glaube ich. Zusammenbruch schwer bei Mutter gleich. Fuck. So, wir haben jetzt schon ein bisschen Medizin hier. Ich glaube, es reicht auch sogar schon fast, wenn wir die abgebaut haben. So. So, wir tragen jetzt schnell rein. Und dann sagen wir... Okay, Chat bringt jetzt schon mal rein. Was macht Chat als nächstes? Ist Nährstoffpaste? Ja. Okay, bevor er das macht, erstmal versorgen. So, wir behandeln Vorishi. Mutter soll bitte Filou behandeln. So, und Vanillaschniedel muss auch behandelt werden. Sogar am wichtigsten eigentlich, Vanillaschniedel zu behandeln. Sollte Chat machen. Weil das ist die Freundin von Chat. So, wer hat noch Malaria? Hier, Gino. Das macht Mutter gerade, oder? Ja, geil, Mann. Ich liebe Mutter. So, wir schauen mal, wie ist die Behandlungsqualität? Au, aufgestiegen. GZ an Mutter, sie ist aufgestiegen auf Medizin 11. So, die Immunität ist bei 6%, Malaria ist bei 6,9. Die Behandlungsqualität ist 50%. Ist eigentlich relativ solide. Ist relativ solide. Okay, kriegen wir hin. So, wir schauen mal bei Vanillaschniedel. Hier war die Behandlungsqualität 79%. Das ist halt saugut. Also ich glaube, Chat, eure Freundin wird überleben. Obwohl sie sich Malaria bei Gino eingefangen hat. So, dann schauen wir bei Vorishi mal rein. Behandlungsqualität 68%, Immunität bei 7. Da wird es ein bisschen, ja, wird ein bisschen knapp. Und hier ist die Immunität sogar schon höher als die Malaria selbst. Und ist bei 63% Behandlungsqualität. Okay. Es sieht so aus, als könnten wir die Malaria eindämmen. Filou sagt, er wirbt mich an. So, wir schauen mal. Anwerben. Wir sollten alle anwerben übrigens. Ja, anwerben. Und Vanillaschniedel anwerben. Okay, gut. Soweit, so gut.
So, wie sieht unsere Defense derweil aus? Wir müssen wieder Fallen bauen. Warum ist Mutter schlecht gelaunt? Mein Freund starb. Läuft in 12 Tagen ab. Hat eklige Nahrung gegessen. Okay, fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Warum kriegen die Leute keinen Bonus mehr auf unser Esszimmer? Weil es aussieht wie Sau, oder? Starke Schmerzen. Und wie bekommen wir die Schmerzen weg? Rechtes Bein. Ich denke, wir müssen bald operieren. Ja, Kekse sollte freigelassen werden. Was, wir sollen Kekse freilassen? Warum? Ach so, weil so viel verweigert wird, weil das Alter so hoch ist. Okay, Kekse freilassen, ja oder nein? Bonja, Malaria wird durch Mücken übertragen, nicht von Mensch zu Mensch. Hä, aber kann Malaria nicht auch von Mensch zu Mensch übertragen werden? Kekse kann Putze werden. Theoretisch ja. Okay, ihr sagt freilassen. Dann haben wir schon mal ein Maul weniger zu stopfen und wir fokussieren uns wieder auf die besseren Leute, glaube ich. Kann nicht übertragen werden von Mensch zu Mensch. Cool, das wusste ich gar nicht. Boah, die Kolonie ist ja geschrumpft. Ja, wir haben nur noch 3 Leute. Wir wohnen in einer WG mit unserer Mutter und mit Gino. The Dream. Das ist einfach der Traum eines jeden Chat-Users. Wirb Kekse an, sie hat nur 10 Widerstand. Ja, aber dann die Frage ist, ist Kekse gut? Wir wollen ja unsere Kolonisten jetzt genauer aussuchen. Und ich finde, Kekse ist jetzt, hat jetzt keine krassen Skills, die uns irgendwie helfen. Ist eifersüchtig, Körperpurist, das ist nicht, beides nicht gut. Verweigert komplexe Arbeit. Könnte wirklich nur putzen bei uns. Also, ich habe sie behalten, weil ich dachte, ja, okay, kann man vielleicht zum Putzen und Transport benutzen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Kekse jetzt nicht unbedingt der Top-Kolonist. Müssen wir mal schauen. Solche Medizin haben wir noch 2. Müssen wir vielleicht nochmal ernten. So, Chat baut hier inzwischen auch die nächsten Fallen wieder auf, was super wichtig ist. Ja, das ist nice. Dann sind wir schon mal auf jeden Fall sicher vor Angriffen von außen. Mutter hat sehr schlechte Stimmung wieder. Fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Warum ist es nur fast eindrucksvoll? Wir sollten hier eine Pflanze drin aufbauen. Schauen wir ganz kurz hier. Eindruck 53, fast eindrucksvoll. Reichtum mittelmäßig. Freiraum 24, ziemlich eng. Warum ist es denn ziemlich eng? Aussehen ganz nett, Sauberkeit leicht verschmutzt. Putzen, tragen und Meat Shield. Ja, das kann sie alles, aber... Oh Mann, ey. Aber ihr habt's gewotet. Also ich kann jetzt nicht nochmal umentscheiden. Wir senken den Widerstand von dem. Wir kriegen das schon hin. Weil es 5x5 ist. Ist 5x5 zu klein? Die Türe fehlt bei den Fallen. Stimmt, hier brauchen wir eine Tür auf jeden Fall. So, hier brauchen wir eine Tür. Hier wird die Falle gebaut. So, wenn wir die Tür haben, haben wir schon mal auf jeden Fall den oberen Eingang. So, kann Gino die hier tragen? So. Unser Lager hier unten ist auch relativ leer. Das haben wir mit dem Verkauf gut leer gemacht. Das gefällt mir. Und ich fände es ja echt geil, wenn wir langsam hier unsere Defense aufbauen könnten. Aber erstmal die Fallen. Risikozusammenbruch schwer. Bei wem? Bei Mutter. Gott, Mutter, bitte! Hungrig, starke Schmerzen, Dunkelheit, hat eklige Nahrung gegessen. Wie Gino trägt. Wen trägt Mutter da? Ach so, sie befreit gerade Keks. Okay, tschüss Keks. Wir verabschieden uns, war eine schöne Zeit. Was war denn das für ein Weg? So,
Keks rennt um sein Leben. Hier außen liegt übrigens noch Gold. Sollte man auf jeden Fall mal reintragen. Chatter- oh nein! Mutter hat einen Wutanfall. Geht in Deckung. Na, nicht unsere Werkbank. Die habe ich noch fast gar nicht benutzt. Na, sie haut sie kaputt. Sie haut sie kaputt. Was oben? Da fehlt eine Tür in der Defense. Ach, hier oben, stimmt. Danke, Chat. Wie viel Granit haben wir noch? Scheiße. Ja, und schön was essen. Ach, fuck, man. Weil wir keinen Strom haben, essen die ganze Zeit hier das rohe Zeug. Nicht so geil. So, was macht Mutter jetzt? Sie schläft draußen. Warum? Sie beobachtet den Sternenhimmel. Wir brauchen wirklich bald mal jemanden in der Kolonie, der nur putzt und nur trägt. Besser als Kolonisten abknallen, das stimmt. Helft Matteo doch bitte nicht. Generator neu befüllen können wir nicht, weil wir keinen Kraftstoff haben. Oh, und jetzt verdirbt hier unser Fleisch. Insel 0 Grad. Shit. Warum dreht sich unser Windrad nicht? Weil es windstill ist, oder was? Wir haben doch die Pflanzen entfernt. Ah, shit. Frag mal, ich brauche anderen Strom. Haben wir Solarpanel? Können wir Solarpanel bauen? Habe ich die erforscht? Gott, uns verdirbt das ganze Fleisch hier drin. Weil es nicht kalt wird. Wenn es so weitergeht, bekommen wir ein Essensproblem. So, nun, wir schauen mal hier bei Strom. Wir haben Batterien und Windturbinen, aber wir haben keine Solarpanel. Das ist nicht geblockt, das Windrad. Das ist einfach gerade windstill. Schwierig. Vielleicht denn die Stromleitung überprüfen. Ist aber nicht kaputt, oder? Nee, läuft. Geht hier rein in die Batterien, stimmt schon. Das stimmt alles, ist einfach nur, das Rad dreht sich nicht. Die Lichter gehen ja ab und zu an. Aber das erzeugt gerade zu wenig Leistung. Obwohl, jetzt fährt es gerade hoch. Erzeugt eine Leistung von 500 Watt. Okay, let's go, Windrad, komm. Wir brauchen hier Kühlung. Wie viel Grad haben wir jetzt? 5, 4, 3, 3, 2, okay. So, Tür hier wurde gebaut. Der Weg stimmt. Wir haben noch Holz. Okay, jetzt geht das Rad voll ab. Ich glaube, wir laden jetzt auch langsam die Batterien, oder? Gespeichert, 2, aber nur sehr langsam. Wenn überhaupt. Einer der beiden Kühler ist noch kaputt. Nee, die sind beide völlig intakt. Das hier oben ist eine Lüftung. Und die ist eh geschlossen, ist kein Problem. Gino stirbt, Medizin. Warum stirbt Gino? Malaria versteckt. Immunität bei 70%, Malaria ist bei 56%. Alles safe bei Gino, keine Sorge. So. Die Frage ist aber, ob die hier auch versorgt sind. Immunität bei 70, Malaria bei 42. Okay, das ist top. Und bei Chats Freundin, Immunität 60, Malaria bei 48. Also ist alles kein Problem, kriegen wir hin. Neue Kräutermedizin anbauen, sonst ist bald Schicht. Stimmt, wir sollten echt neue anbauen. Wir sollten die alte ernten. Wir lassen Gino die alte... Nee, wir lassen Gino nicht die alte ernten. Der ist nicht gut bei Feldarbeit. Was hat Mutter bei Feldarbeit? 5, das ist gut. Okay, sobald Mutter aufwacht, soll sie... So, sobald Mutter aufwacht, soll sie das hier ernten. So. Und ich glaube, es wäre smarter, wenn wir die wichtigen Sachen innen anbauen. Und zwar, wir werden hier drin nochmal ein Feld anlegen. Und zwar Medizin hier drin. Das heißt, Zone, Anbauzone.
Ein 7x7er Feld mit Medizin wäre top, glaube ich. Heilwurzel. Okay. Und dann sagen wir Chat, sobald er aufwacht, soll er hier aussehen. Gut. Das Feld außen lasse ich nochmal, aber es muss nicht unbedingt angepflanzt werden. Mit welcher Taste kann man mehrere Pflanzen gleichzeitig markieren? Also Doppelklick geht. Nee, geht nicht. Hier mit der. Das ist aber eine Mod. Da kann man Sachen vom gleichen Typ auswählen. Mutter, Ernte fehlgeschlagen. Ist sie? Ja, ein bisschen. Wir haben ein bisschen Schwund. Aber Chat soll sich mal eher hier drum kümmern. Was macht er denn hier? Chat versorgt Gino. Er weiß nicht, dass Gino eine Affäre mit Vanillaschniedel hat. Okay. Denk dran, für Heilwurzel braucht der Gärtner mindestens 8. Ja, ich weiß nicht. Chat ist aber weit höher. Also nicht weit höher, aber Chat ist drüber. Also zum Anbauen. Hier bei Pflanzen hat er 11. Du brauchst Strom. Ja, ich weiß, aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Wie viele Bauteile haben wir? 17. Ich könnte ein zweites Windrad bauen. Ich könnte ein zweites Windrad bauen. Ja, könnten wir machen. Könntest du auch den Herd ausschalten. Der Herd funktioniert mit Feuer. Also ja, ich kann den ausschalten, bringt mir aber nicht mehr Strom. Der Generator funktioniert mit Kraftstoff, den haben wir auch nicht. Also ich könnte versuchen, eine Bumalope zu züchten, aber ich glaube, ein zweites Windrad bringt mir am meisten. Weil dann haben wir aber doppelte Leistung, wenn wir Strom erzeugen. Ist halt nicht super sicher, ne? Weil wenn es aber windstill ist, haben wir gar keinen Strom. Dann müssen wir uns auf die Batterien verlassen. Okay, ich baue hier ein zweites Windrad hin, dafür müssen wir aber erstmal zubauen. Ich habe sonst keinen Platz, oder? Oder kann ich ein Windrad irgendwie reinsetzen? Ich meine, ich habe das hier schon und ich benutze es irgendwie nicht richtig. Das ist viel zu viel Platz. Das haben wir angelegt, als unsere Kolonie noch aus 8-9 Leuten bestand. Aber aktuell brauchen wir das gar nicht. Lass mal hier oben vielleicht das Windrad reinbauen. Dann reißen wir ein paar Sachen ab. Oh, es passt gerade so nicht. Leck mich am Arsch. Warum können wir es nicht bauen überhaupt? Hey, warum ist es verboten, dass wir das bauen? Wegen den ganzen Sachen hier? Ich reiß das mal ab. Wegen dem Dach. Okay, dann reißen wir mal das Dach auch ab. Zone, kein Dach erstellen. Da ist kein Dach. Wenn ich das richtig sehe, ist da gerade kein Dach. Aber trotzdem können wir sagen, kein Dach erstellen auf jeden Fall. Erstmal insgesamt hier kein Dach erstellen. Dann machen wir das als Außenzone. Haben wir ein weiteres Anbaugebiet, was geschützt ist. Und hier außen müssen wir auch zubauen. Fuck. Also, Kalkstein. Wir müssen es aber, glaube ich, aus Marmor bauen. So, Struktur, Marmorwand. Chat, das wollte ich nicht. So. Sagen wir Chat, er soll das hier bitte bauen, also priorisieren. So, dann brauchen wir hier aber noch eine Tür. Dann Mutter diese Tür hier anlegen. Und Gino soll bitte diese Wände hier abreißen. So. Solar erforschen. Ja, das Ding ist, bei Solar erforschen, wir stecken gerade noch mittendrin in der Erforschung von den Geschütztürmen. Und das geht gerade auch nicht voran, weil wir so wenig Leute sind. Also,
Ich würde Mutter gleich mal weiter forschen lassen, aber ich will erstmal ganz kurz dafür sorgen, dass wir hier noch ein zweites Windrad haben. Und wenn das Windrad abgeht, so wie jetzt, guck mal, wie viel Strom das erzeugt. Das Windrad erzeugt gerade über 2000 Watt. Das ist absolut krass. Und das heißt, wir könnten, wenn wir zwei Windräder haben und die beide voll powern, so wie jetzt, füllen wir die Batterien. Und wenn dann windstill ist, benutzen wir einfach die Energie aus den Batterien. Dritte Batterie wäre eine Möglichkeit, aber erst, wenn wir genug überschüssigen Strom produzieren. Weil wir können mit diesem Windrad füllen wir nicht mal gerade diese beiden Batterien, die wir aktuell haben. Das heißt, erstmal mehr Strom produzieren, dann mehr speichern. Windrad überlappen. Ja, man kann Windräder überlappen lassen, aber in diesem Fall geht es nicht. Katatonisch, Gino. Warum ist Gino in Katatonie verfallen? Unansehnliche Umgebung. What the fuck? Was? Der liegt hier draußen rum? Oh, Chat rettet ihn. Okay. Aber Mutter könnte die Waffe reinbringen. Nee, wollte ich nicht. Fuck. Okay. Ginos Malaria. Aber ich glaube, Gino ist geheilt von der Malaria. Der wurde immun, ja. Gino wurde immun. Also kein Problem. Aber der war wahrscheinlich noch angeschlagen von der Krankheit. Hat sich ein bisschen überanstrengt. Nochmal zurück zum Windrad mit dem Überlappen. Ja, Überlappen ist immer eine gute Idee. Aber das geht in diesem Fall hier nicht, weil ich so dumm gebaut habe. Dass das Windrad hier einfach drin steht. Also überlappen wäre halt so geil, ne? Wenn man so eins baut von der Seite und uns von der anderen Seite. Das heißt, wenn wir hier eins reinbauen, könnten wir von der anderen Seite auch eins reinsetzen, was dann so steht. Wenn ich das richtig sehe. Ja, müsste genau passen. Das heißt, wir können hier zwei Windräder ziemlich... Wir können sogar vier reinsetzen. Oh mein Gott. Wir können so eine richtig kranke Batterie bauen. Ich habe aus Versehen diesen Raum hier so gebaut, dass da genau vier Windräder reinpassen. Das ist ja absolut sick. Okay. Nächstes Projekt wird Windpark. Wir bauen hier vier Windräder. Oh, Mutter aufgestiegen auf Konstruktion 4. GZ. Das könnte funktionieren. Nein, da ist Sumpf. Ja, aber Sumpf hält es noch nicht davon ab zu bauen, oder? Mutter konnte Granitblöcke, Türen nicht konstruieren. Der Versuch hat einige Rohstoffe gekostet. Mutter! Versuche doch einfach eine Tür zu bauen. Machst du es jetzt nochmal? Ich hoffe so. Habe ich gerade geschrieben. Was hast du gerade geschrieben, Vanilla Bär? Jupp. Vielleicht geht es mit Brücken drunter, keine Ahnung. Ja, das müsste gehen. Man kann dann ganz normal bauen, Leute. Wir bauen da eine Brücke hin, dann kann man da ganz normal ein Windrad drauf bauen. Das haben wir, glaube ich, sogar. Haben wir das hier sogar gemacht? Nee. Es geht aber. Man kann mit Brücken bauen. Easy. Easy peasy wird es. So, was macht Mutter gerade? Füttert Gino. Okay. Warum kotzt ein Burishi hier alles voll? Hat er noch Malaria? Nee, der ist auch immun. So, Gino wurde gefüttert. Fallen sehen sehr gut aus. Sind alle bewaffnet. Chat ist bewaffnet. Mutter ist bewaffnet. Gino ist nicht bewaffnet. Was ist denn hier los? Was passiert hier? Okay. Aber wir brauchen ja auch eine Tür langsam. Und Chat ist sehr schlecht gelaunt. Obwohl, Stimmung steigert sich gerade. Niedrige Erwartung, luxuriös gemütlich. Ey, ich check das nicht. Chat pennt hier in dem Zimmer und hat den Spaß seines Lebens. Geräumige Umgebung, luxuriös gemütlich. Aber ein Zimmer weiter oben ist es kacke, oder was? Ist es wegen dem Boden, oder wie? Ah, guck mal hier, der Boden gibt... Hier, so glatter Boden gibt plus 2. Dann so eine geile Kommode. Da fehlt eine Pflanze. Die Statue. Der Labortisch. Aber der Labortisch macht, glaube ich, gar nichts, oder? Der Labortisch ist völlig neutral. Ist das ein hässliches Bett? Kann das sein, dass das Bett scheiße ist?
Nee, ist ein gutes Bett. Warum ist hier oben, ist hier Schmutz? Nimm Platz weg. Ach so, aha. Okay, Chat, das ist es. Danke, 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 danke. Gut, dann werden wir den Labortisch woanders reinbauen. Dann machen wir ein eigenes Labor einfach. Frage ist nur, wo? Vielleicht einfach hier? Oder wir machen aus diesem Raum hier so einen Arbeitsraum. Das ist ein exzellentes Bett. Holy shit. Ich sag mal, wir installieren mal neu. Keine Ahnung, wo baue ich denn das jetzt hin? Fuck, keine Ahnung, wo ich das hinbauen soll. So ein richtig geiles Bett. Vielleicht machen wir eine zweite Krankenstation oder so. So, aus diesen Betten machen wir übrigens wieder die Krankenstation, die normal ist. Ich brauche jetzt eine Putzfrau langsam. Ein Putzmann oder eine Putzfrau. Die Kolonie sieht aus wie Arsch. Eine Kommode kann Mutter gut gebrauchen. Ja, die braucht alles, glaube ich, insgesamt mal. Geil. Sollen wir mal neu installieren? Würde ich denn hier so hinbauen am liebsten? Das heißt, das hier muss weg. Neu installieren, dann bauen wir das erstmal hier rein, bei Berliner Schniedel. So. Ist Gino eigentlich wieder auf dem Bein? Nein. Oh, guck mal, was passiert. Chat hat gerade hier angefangen, schon die Defense zu bauen. Ein geiler Typ. Ein geiler Typ. So, unsere Batterien sind zu einem Drittel gefüllt. Gar nicht so übel. Und diese Tür hier fehlt noch. Schafft es Mutter nicht, diese Tür hier zu bauen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden erstmal das hier rausbauen. Neu installieren. So, wir rotieren das. So, boom. Das Bett soll auch weg. Kann das Mutter machen? Was macht sie denn gerade? Versucht Filou zu rekrutieren. Das wollen wir natürlich nicht unterbrechen. Ich habe es jetzt geschiftet. Filou ist auf einem Wert von 30. Heilige Scheiße. Leute, Filou hat ja überhaupt keinen Bock auf uns. Wenig Nahrung, Monke S. Ja, die wenig Nahrung bezieht sich, glaube ich... Ja, es geht noch, Leute. Guckt mal. Wir haben noch, wenn ich jetzt nach Adam Riese, haben wir noch über 200 Steaks. Wir haben hier unten noch ein ganzes Maisfeld. Und wir haben hier auch noch ein ganzes Maisfeld. Also das ist kein Problem. Und hier wachsen schon wieder verdammte Bäume. Scheiße, Mann. Chat muss man hier anfangen zu pflanzen. So, wir brauchen jetzt hier Mais. Machen wir hier alles weg, Chat. Komm, let's go. Justier mal die Anbaufelder neu. Die sind viel zu groß. Ich glaube, ich würde die hier sogar abreißen. Wir bauen nämlich jetzt innen drin safe an. Das reißen wir auch mal ab. Und wenn die hier abgeerntet sind, dann bauen wir nur noch innen drin Mais an. Und zwar bauen wir hier oben unseren Windpark rein. Und dazwischen bauen wir unsere Felder, wo wir... Fuck, Sonnenfinsternis. Und dann werden wir hier hinten alles Windenergie und Essen anbauen. So, Sonnenfinsternis machen wir weg. Aufgabe, versteckte Gegenstände. Brauche ich mir gar nicht anzusehen, aber... Oh, shit! Da ist ein bionisches Bein für Mutter. Der wird aber von drei Feinden bewacht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Mutter stirbt eh bald? Nein, niemals. Also 16 Tage Reise plus drei Gegner. Wir sind selber nur drei. Das schaffen wir leider nicht. Ich muss abbrechen. Aber es wird Zeit für eine Operation, Chat. Es wird Zeit für eine Operation. Ein weiterer Meteorit ist runtergekracht. Aber nur Marmor, okay. So, wer ist der beste Arzt in Town? Chat, Medizin 12, Gino 9, Mutter 11. Das bedeutet, Mutter wird von ihrem Sohn operiert. Pressure ist hoch, ich weiß. Aber wir müssen da durch. Wir stellen jetzt ein Bein her für Mutter. Wir sammeln die Medizin ein. Macht Mutter gerade.
Noch ein Meteorit? What the fuck? Komprimierter Stahl. Geil. Wir lassen auch erstmal liegen. Kannst du schon Prothesen machen? Nee, wir machen erstmal ein einfaches Holzbein. Hol die Medizin rein. Da haben wir... Wo ist die Medizin? Wurde die jetzt reingetragen, die Medizin? Ich habe die gerade den Auftrag gegeben. Ist die Medizin gerade verdorben? Nein! Ach, fuck my life. Och nee, die hätten wir jetzt gebraucht. Scheiße, ich muss Medizin anpflanzen. Ich muss Medizin anpflanzen. Stärkere Schmerzen, Freundstab, Wunsch nach frischer Luft, in der Hitze. Du hast in der Hitze geschlafen. Wie viel Grad haben wir gerade? 17 Grad. Warum hat sie in der Hitze geschlafen? Das ist Mutters Zimmer. Da drin sind 19 Grad. Ist auch geil. So, neu installieren. Den machen wir hier hin. Fuck, Mutter hat richtige Scheißlaune. Mutter, wo bist du? Boah, Mutter ist auch nur am Anwerben, ne? Die ganze Zeit. Du hättest noch Glitterworld-Medizin. Ja, aber wollen wir diese Hightech-Medizin verbrauchen? Wollen wir die verbrauchen für ein Holzbein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Gibt's auch Medizintiere? Frage, weil gibt ja auch Benzintiere. Ich glaube, soweit ich weiß, gibt es keine Medizintiere. Mutter braucht Blumen. Mutter ist es uns wert. Aber hier war gerade, die meisten Leute schreiben 2. Für Mutter ist das Beste gerade gut genug. Du musst mal dringend durchputzen lassen, ja. Na gut, okay, bevor wir jetzt überlegen, ob wir die Operation machen, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir überhaupt ein Holzbein herstellen können. Ein Holzbein baut man, glaube ich, bei Produktion an so einer Werkbank. Aber an so einer oder an so einem... Wo baut man denn sonst ein Holzbein, Chat? Gibt es einen Holzgenerator nicht mehr? Doch, aber wir haben nicht so viel Holz. Also das müsste dann jemand tragen. Teile eines Raumschiffs in der Nähe aufgeschlagen. Oh. Haben wir davon noch mehr? So. Okay. Holzbein ist einfach nur ein Stück Holz. Sollte an einer Werkbank gehen. Aber habe ich nicht hier an welcher Werkbank? Haben wir eine normale Werkbank hier? Chat, ich bin wieder blind. Wo ist denn die normale Werkbank? Es gibt doch so eine normale Holzwerkbank, oder nicht? By the way, deine Temperatur innen ist bei 29 Grad. What the fuck? Warum ist es hier so heiß? Aber es draußen 23 Grad sind. Ich mach mal diese Tür hier auf. So, jetzt müsste ich das ein bisschen ausgleichen zumindest. Warum ist es denn hier so fucking heiß? Ach so, weil hier einfach... Ach du heilige Scheiße. Weil hier dieses Ding offen gelassen wurde. Was macht ein Chat gerade? Für der Gino mit Paste? Okay, warte. Die ganze heiße Luft von der Klimaanlage läuft in diesen Raum hier rein. Und geht durch über diese Lüftung in das also hier in den Gang. Völlige Katastrophe, ey. So, was macht Chat? Der ruht sich gerade aus. Perfekt, dann soll er mal hier reinlaufen. Okay, Sonnenfinsternis ist vorbei. Das ist schon mal gut. So, okay, Chat kann wieder raus. Wir schauen mal auf die Temperatur. Müsste sich jetzt eigentlich wieder normalisieren. So, weil die Tür ist zu. Das heißt, der Raum hier kühlt wieder ab. Alle Räume kühlen jetzt wieder ab. Wir müssten jetzt wieder auf eine normale Temperatur kommen, mehr oder weniger.
Gino ist auch seit 30 Tagen am Schlafen. Der hatte Malaria, Leute. Da muss man mal sich ein bisschen ausruhen. Da muss man mal ein bisschen pennen. Dach weg. Habe ich da ein Dach? Das Dach habe ich da gar nicht mehr. Zone. Ein Dach. Oh, shit. Danke, Chat. So. Mutter kümmert sich wieder hier drum. Komm, Gino. Du hast zwar Malaria, aber du kannst echt mal wieder aufwachen. Ah, der hat eine Katatonie. Rechtes Auge herausgeschossen. Ja, da kann man schon mal ein bisschen negativ drauf sein. Kritischer Alarmzusammenbruch bei Mutter. Ihr Dach wurde rausgenommen. Ist schon mal geil. Es sieht halt aus wie die Sau. Guckt euch mal diesen Raum hier bitte an. Okay, wir haben jetzt nur noch zwei Leute, die aktiv wirklich arbeiten. Mutter hat nur Aufsehen und nur Reinigen als Prius. Und es sieht aus wie Kacke. Also es wird gar nicht mehr geputzt. Wir brauchen dringend jemanden Neues in der Kolonie, der uns hilft. Oder Gino muss aufwachen. Aber es könnte sein, dass Gino nie wieder aufwacht. Starke Schmerzen, mein Freund starb. Wann läuft es ab? In 6,4 Tagen. Eklige Nahrung, in der Hitze geschlafen, eingesperrt ohne Sonne. Ja, Mutter, dann geh halt mal raus. Oh, sie putzt! Die landen in meiner Base. Okay. Sind wir RIP? Da oben kommt auch noch eins runter? Hier auch? Warte. Wir müssen hier raus. Ist Mutter gerade durchgedreht? Okay, Mutter und Gino sind tot. Warum ist die Tür auf offen halten? Mutter boxt Vorishi jetzt tot, oder was? Dude! Aber hä, das sind ja normale Leute. What the fuck? Also effektiv haben wir gerade nur Chat, um gegen diese drei hier zu kämpfen. Einmal ein Messer, einmal eine Uzi und Granaten. Ich liebe ja Granaten. Mit nichts Schöneres. Was machen die da? Die zünden meine Bude an, die Facker! Ihr Sturmköter, kommst du jetzt von oben oder was? Der wirft Granaten! Der wirft in meiner Bude Granaten! Boah, Sturmköter, geh mal bitte da weg. Alter, diese kranken Schweine. Ja, genau, du Volltrottel. Nee, hä? Was war das denn? Die unterhalten sich über Partys, während sie meine komplette Base zerstören. So, Mutter wurde von Vorishi natürlich umgeschlagen, weil Vorishi einfach Kickbox-Weltmeister ist. Wie kann ich ihn in die Fallen locken? Ich glaube gar nicht. Stehen da richtig scheiße gerade. Kommen wir an die ran. Ja, bitte, lauf da rein. Und? Nice. Okay. So, die beiden sind RIP.
Granatentante ist natürlich noch da. Oh. 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 Okay. Wie viele Stunden? 4. Bio. Fick dich. Verweigert einfache Arbeit. Verweigert Feuer löschen. Pflanzen anbauen und Gestein abbauen. Blutrünstig und Jogger. Oh, sorry. Ja, wir müssen das Feuer löschen erstmal jetzt. Können wir eh nicht retten. Wann stirbt Mutter? Mutter stirbt gar nicht. Die ist nur ausgenockt. So. Feuer wird gelöscht. Regnet's hier rein? Ist das Dach weggesprengt worden? Ja. Wurde mein Herd weggesprengt? Ja. Wurde mein Tisch weggesprengt? Ja. Wurde meine Steinmetzwerkbank weggesprengt? Ja. Hasse ich Randy Random? Ja. So, schauen, lass mal hier gucken. Sollen wir noch retten? Ja oder nein? Chat, sollen wir retten? Ja oder nein? Also, ist kacke eigentlich, aber ist halt erziehbar. Was heißt denn blutrünstig? Sie bekommt einen Kick, wenn sie jemanden verletzt. Außerdem stört sie sich nicht am Anblick von Blut und Tod. Es ist viermal so wahrscheinlich im Vergleich zu anderen, dass sie eine Schlägerei anfängt. Okay. Chat sagt, blutrünstig und Jogger ist doch top. Aber behalten wollen wir sie nicht, oder? 600% Blutung schaffst du wahrscheinlich nicht. Chat sagt sowieso, nee, nicht behalten. 83% sagen, nope. Okay. Dann, wir können sie ausziehen vielleicht noch. Geht. Eine Schutzweste, 96%, aber schlecht. Und eine Hose, die okay ist. Dann würde ich sagen, wir ziehen sie mal aus. Warum ist Chat eigentlich so langsam? Okay, Klamotten wurden ausgezogen, ist schon mal ganz gut. Chat gibt wieder was essen. Kann Sturmköter sie essen? Das ist die Frage aller Fragen. Wir gehen mal unbegrenzt. So, wenn Chat gegessen hat, dann werden wir Mutter retten. Ausgenockte Frau umziehen, haben wir gerade gemacht. So, wird Mutter gerettet. Versorgt Wurishi. Na, wie sind denn deine Prios, Chat? Deine Mutter liegt auf dem Boden. Und du rettest erstmal oder kümmerst dich erstmal um den Gefangenen, der seit Wochen Schlägereien anfängt und schon jeden in der Kolonie mehrfach ausgenockt hat. So, das Problem ist, wir haben jetzt einen aktiven wachen Kolonisten. Also, wir haben nur noch Chat. Nur noch Chat, der am Leben ist und bewusst irgendwas machen kann. Was war das? Ich habe ein Geräusch gehört. Hallo? Okay. Ist wie am Anfang, nur besser. Ja, mehr oder weniger. Wir müssen auch hier diese... Wurde hier eine Tür weggesprengt? Nee, das ist eine Wand, die weggesprengt wurde, oder? Eine Marmorwand. Die setzen wir mal. So, Mutter wird versorgt. Scheiße, wir müssen Medizin anpflanzen, weil sobald die nächste Krankheit ausbricht, haben wir ein Problem. Da war Wand. Okay, na gut. Die Leichen müssen wir auch wegschaffen. Wie lange lebt sie denn noch? Der stirbt hoffentlich gleich. So, was wirklich geil wäre, wenn Gino irgendwann mal wieder aufwachen würde. Aber da steht leider nicht, wann das der Fall ist.
Und er steht einfach auf. Er steht einfach auf. Und er fällt sofort in einen Drogenrausch. Was macht er da? Er isst erstmal was, okay. Gut. Naja, okay, das bekommen wir schon mal so hin. Das ist schon mal ganz gut. So, wir lauben mal diese Granaten hier. Ich muss hier aufräumen. So, Gino ballert sich die Drogen rein. Wie sieht's bei ihm aus? High von Go Juice. Okay. Chat schläft. Wir lassen Chat schlafen. Lass mal diese Nacht schneller vorbeilaufen. Das einzige Geile gerade ist, dass unser Windrad sich dreht. Guck links im Health-Tab. Links im Health-Tab? Wo links? Hier links? Schmerzen keine, Bewusstsein verbessert, Bewegen verbessert, Arbeiten verbessert, Sprechen verbessert. Alter, Go-Juice ist ja ultra-hot. Kann Gino putzen? Guck mal. Nee, kann er nicht, leider. Kann der Wowie Leichen mampfen? Ich glaube, unser Hund könnte theoretisch Leichen aufessen, ja. Nein, Leute. Wer will jetzt ausbrechen? Gefangene haben einen Ausbruchversuch gestartet. Irgendwie haben sie es geschafft, das Türschloss zu knacken und sind jetzt auf dem Weg in die Freiheit. Sie können Waffen suchen, kämpfen oder versuchen zu fliehen. Diese Gefangenen sind beteiligt. Vanillaschniedel. Leute, das ist die Freundin von Chat. Warum will die abhauen? Und mit wem boxen wir sie? Muss jetzt Chat Vanillaschniedel boxen? Was hat sie denn für einen... Sie hat einen Widerstand von nur noch 13. Hey, komm, dann müssen wir müssen boxen jetzt. Tut mir leid. Ihr müsst zuschlagen. Obwohl, letztens habt ihr verloren, ne? Gino, der ist drauf. Ich kann Gino nicht befehligen. So, es geht los. Sie hat Granaten genommen! Okay. Entspannung, okay? Sie hat sich mit Granaten bewaffnet. Entspann dich jetzt mal, okay? Okay, aber sie benutzt sie nicht. Warte, Mutter ist da. Mutter! Deine Schwiegertochter rastet aus. Komm, Mutter. Mutter, beeil dich. Mutter! Jesus Christ. Chat, gewinn bitte. Oh. Okay, erstmal gucken, wie geht's Chat. Bruch, Prellung, 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 Prellung. Alles verschmerzbar. Oh mein Gott. Wir haben unserer Freundin den rechten Ringzeh abgeschlagen. Wir können ihr somit den Verlobungsring nicht mehr an die Füße anziehen. Das ist natürlich fatal. Na gut, so, dann kümmern wir uns erstmal... Wir erlauben diese Granaten. So, Mann, ich brauche eine Holzprothese für Mutter. Sie ist so langsam. Trauer-Chat. Warum ist Chat in Trauer jetzt? Starke Schmerzen. Okay, aktuell ist niemand in der Kolonie. Doch, Mutter ist noch in der Kolonie. Ihr Chat ist abgefuckt. Gott, ey, ich muss putzen. Weil die Kolonie bricht zusammen. Warum haben wir eigentlich immer noch 2000 Zuschauer? Ich würde gerne mal die Folge hier beenden. Vanilla verblutet. Oh shit, sie verblutet wirklich. Komm, wir müssen sie retten. Warte mal, hat Vanillaschniedel auch eine Beinprothese? Nee, das ist Mutter.
Gott, ich dachte gerade. Okay, keine Gefahr mehr. So. Wir erwarten den Einsatz des Haarschneiders. Der wird heute nicht passieren. Blumen, ja, wir können Blumen anpflanzen. Gleich mal, wenn wir. Ich muss eigentlich putzen. Ey, guckt euch mal bitte das an. Es ist alles versaut und verdreckt. Überall wieder Leichen und Schmutz und irgendwelche Abfall. Alles Kacke, Mann. Ich raff's nicht mehr. Kräutermedizin anpflanzen. Ja, geht gerade nicht, weil Chat ist am Ragen und Mutter hat einen Pflanzenskill von 5. Kräutermedizin kann man erst anpflanzen bei einem Skill von 8. Das heißt, erst wenn Chat sich wieder erholt hat, können wir die anpflanzen. Ist Gino wieder da? Alter, Gino ist back! Guckt euch mal den Jungen an, also weil er high ist. Kann Gino anpflanzen? Nein, 3. Shit. Können wir bei Gino mal Transport nur reinmachen? Mal Waldarbeit raus, wir machen nur Transport rein. So, sobald Gino aufwacht, soll er bitte die Leichen wegtragen. Das war eine Prostituierte hier übrigens. So, wir tragen die Leichen weg. Dann müssen wir das Loch hier in der Tür zumachen. Mutter ist auch scheiße gelaunt. Gott, ich kann das gar nicht. Wie viel Zeug hier steht? In der Hitze. Warum denn schon wieder in der Hitze geschlafen? Wir haben das doch gefixt, das Hitzeproblem, oder? Weiterer Meteorit ist runtergekommen. Nichts Besonderes. So, warum haben wir eine Hitze? Ist es draußen heiß? Es sind 31 Grad draußen. Shit. Okay, ich hoffe, Chat, Gino wacht bald auf. Mutter und Chat liegen zusammen auf der Krankenstation. Borishi hat sich komplett erholt. Das ist ja wieder sein Stichwort, dass er ausrasten kann und wieder eine Schlägerei anfängt. Bei Borishi liegt ja eine Waffe in der... Und wir haben keine Nahrung mehr. Noch 24 hier und 62 hier. Mutters Waffe. So, Gino trägt erstmal die Leichen weg, was sehr wichtig ist. Okay, geil. Hat er fast geschafft, noch sie wegtragen. Und wir hoffen einfach, dass Borishi nicht merkt, dass hier eine schwere Maschinenpistole einfach auf seinem Nachttisch liegt. Ich meine, er ist eh mehr so der Nahkämpfer-Typ. Okay, nice. So, soweit, so gut. Gino holt sich was zu essen. Eine Mahlzeit verbraucht, scheinbar. Wie viel hat es jetzt verbraucht? Weiß ich nicht. Mutter kümmert sich um Chat. Das wäre geil, wenn Mutter putzen würde, ey. Granaten weg. Ja, die Granaten sind nicht so das große Problem. Die liegen ja draußen. Die lasse ich erstmal noch liegen. Eieiei. Dach bauen. Ja, wir müssten hier ein Dach bauen. Das stimmt schon. So, ein Dach erstellen. Habe ich ja sogar eingestellt. Und Borishi ist wieder Rasen verwut. Wer hätte das gedacht? So, packt Gino Borishi. Das ist jetzt die Frage. So, das Ding ist offen. Wir holen Mutter mit dazu. Okay, es wird ein Gangbang. Schlag doch nicht auf Mutter drauf, Borishi, du mieses Schwein. Kämpf doch gegen Gino! Alter, der hat Mutter umgeschlagen. Das gibt's doch nicht! Okay, aber Gino hat wenigstens gewonnen. So, dann rettet Gino jetzt Mutter. Borishi braucht eine neue Zelle eigentlich. Weil die hat jetzt keine Türen mehr. Ich brauche mal eine Zelle mit so, machen wir mal hier oben rein. So, dann sagen wir Gino, er soll aus dem Kampfmodus hier raus. Und er soll ihn gefangen nehmen. Nice, wird auch direkt versorgt. Gino ist ja auf Go-Juice, das schafft er easy. Stimmt, der war ja auf Drogen. Oh, guck mal, den beiden geht's aber wieder gut.
Wegen der Katharsis. Mein größtes Problem ist, Wand bauen in der Küche für Temperaturmonke ist. Ja, aber die Temperatur kriegen wir eh nicht runter, weil ich diese Tür hier offen lasse. Wie warm ist es denn draußen? Es sind draußen 20 Grad. Temperatur ist kein Problem mehr. Es sind draußen 20 Grad. Alles cool. Wir bauen trotzdem diese Wand, weil wir brauchen das. Haben wir noch... haben wir noch Marmor? Ja. Mann, es ist immer... Es wird immer dreckiger. Es wird immer dreckiger. Mutter hat auch nur noch Putzen drin, oder? Aufsehen noch. Oh! Oh, die Rettung naht! Erbarme dich unser! Wir haben einen wilden Mann bekommen. Ein Mensch, der wie die Tiere lebt, hat das Gebiet betreten. Er wird Fang genannt. Du kannst versuchen, ihn zu zähmen oder gefangen zu nehmen. Okay, heißt jetzt aber auf einmal Juzepe. Okay, wir schauen ihn uns an. Er verweigert nichts. Er ist fleißig und aufreibend, was heißt das? Sagt immer genau das, was er denkt, besonders dann, wenn er selbst davon betroffen ist. Seine Art tendiert allerdings dazu, die Leute ständig zu verärgern. Ja, da muss man halt durch. Der ist aber 60. Fuck. Aber Pflanzen auf 11. Bergbau auf 6. Kunst, Medizin auch geil. Geistige Arbeit. Oh, der könnte forschen. Forschen und pflanzen, Leute. Forschen und pflanzen. Wir versuchen ihn zu zähmen. So, zum Zähmen brauchen wir Tierpflege. Wer ist der beste Tierpfleger? Mutter mit 10. Okay, wir hoffen, dass es funktioniert. So, wo ist denn Mutter überhaupt? Mutter liegt, glaube ich, noch im Krankenbett. Ja. Okay, Chat baut schon mal die Wand. Was macht Chat jetzt? Isst Nährstoffpaste. Was macht er danach? Ruht sich aus. Wisst ihr, was wir machen? Wir stellen bei Chat jetzt ein, dass er von mir aus Transport bauen und Feldarbeit machen wir weg. Nur reinigen. Chat soll einmal durchputzen. Das wäre top. Konzentriere dich auf das Anwerben einer Person, nicht drei gleichzeitig. Das Ding ist, bei ihm, wenn es einmal durchgeht, haben wir ihn sofort. Dann gehört er sofort zu uns. Wenn wir, ich muss Aufsehen aber drin behalten. Bei den anderen dauert es halt noch. Vanilla Schnee, was war das jetzt? Rasen verwut Wurischi. Ey, das gibt's nicht, wie oft der ausrastet. Den meine ich ja nicht mal, sondern die drei Gefangenen. Ach so. Zum Ort springen. So, Wurischi, du mieses Dreckschwein. Mann, ey, wie viel hatten wir noch Widerstand? 15. 13. Filou hat 29. Okay, dann machen wir mal. Wir machen es wirklich so. Das ist ein guter Vorschlag, finde ich. Wir machen hier keine Interaktion bei Filou. Wir machen bei Wurischi auch keine Interaktion. Wir versuchen erstmal nur Vanillaschniedel anzuwerben. Bis wann geht's heute? Solange wir 2000 Zuschauer haben. Fäulnis war die Meldung. Oh fuck, Fäulnis. Okay, warte mal. Ach stimmt, er ist gar nicht ausgerastet. Sorry, ist auch mein Fehler. Wo ist denn die Fäulnis, bitte? Hier ist keine Fäulnis. Hier ist Fäulnis, ist mir egal. Wir können es aber alles ernten. Wir können es alles ernten. Okay, warte mal, wir markieren das mal so. Und wir sagen Erntus. Erntus Maximus. Okay. So, Essen wird knapp. Oh, sind wir schon drunter? Ja, ein bisschen mache ich noch, Chat. Ein bisschen mache ich noch. Okay. Also, habe ich jetzt hier weitergemacht? Ja. Was macht Chat gerade? Der ruht sich aus. Ich wollte ihn aber erstmal putzen lassen. Wir müssen hier sauber machen. Ich kann das nicht mehr sehen, wie das hier aussieht. Ist einfach zu krass. Wir können dann Mutter... Nee, Mutter muss auch Sachen machen. Was macht ein Gino für ein Pflanzen auf 3? Naja, vielleicht kann er hier... Ach, der kann das gar nicht. Haben wir ausgemacht bei ihm, glaube ich, Feldarbeit. Ne? Machen wir mal rein.
So, ernten soll er mal. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Mais raus mit Gino. Wäre ganz geil. Und Gino kann eh nicht putzen, deswegen passt schon. So. Was ist jetzt wieder... Nee, bei mir ist unter 2000. So, ich mach mal ein bisschen schneller jetzt. Was macht Chat? Er füttert Vanillaschniedel mit Mais. Gibt es hier auch einen Anwerbeversuch? Oder wird nur gefüttert? Ach shit, wir haben nicht genug Strom. Oh Gott, ey, ich hasse das gerade. Du hast null Essen, ja. Fuck, wie der Strom hier durchseppt. Wir müssen den ganzen Mais eigentlich ernten. Nee. Ich muss den Mais ernten. So, wir müssen den Mais reinholen. Gino holt die sogar ein bisschen was, lädt es rein. 72 hat er geholt. Und es gibt wieder einen Gefängnisausbruch. Leute, das ist hier nix. Sogar ein Team ab. Die haben sich zusammengeteamt. Ort springen. Lass sie fliehen. Ah, nee. Also, ich lass Vorishi fliehen. Aber ich lass niemals Vanillaschniedel fliehen. Er sagt, Mutter, sie soll den Wilden anwerben. Haben wir schon. Man kann es nicht aktiv beeinflussen. Okay, wir müssen mit allen drei jetzt Chats Freundin zusammenschlagen. Und Vorishi soll weggehen von mir aus. Vorishi, hau ab. So, umgeklatscht. Ey, Vorishi soll weg von mir. Also, hier, verpiss dich. Lauf einfach raus. Lauf einfach raus. Komm, wir lassen dich in Ruhe. Wir lassen dich in Ruhe. Nein, Chat! Okay, war richtige Entscheidung. War Panikreaktion. War eine Panikreaktion, aber Vorishi hatte gerade einen Granatengürtel an. Das war absolut richtige Reaktion von Chat. Sorry. Mann, ey. Absolut korrekte Reaktion von Chat. So, die gehen jetzt noch was essen. Ist Vanillaschniedel stark verletzt? 96% Blutung. Jetzt haben wir den anderen, jetzt haben wir den Ringfinger wirklich abgeschlagen. Jetzt können wir wirklich nicht heiraten. An welche Hand kommt denn der Verlobungsfinger? An die linke oder an die rechte? Und wo ist Hochzeit? Rechte Hand, alles in Ordnung. Ah, alles gut, wir können auch heiraten, Leute. Okay, tot in 23 Stunden. Oh, Mutter, was machst du hier? So, wir bringen sie ins Zimmer. Was? Vorishi hat versehentlich eine Falle ausgelöst und wurde verletzt. Wo war der denn? Okay, er ist tot. Leute. Ich habe noch nie so einen Kampf mit einem Gefängnisinsassen gehabt. Das gibt's nicht. Und jetzt ist er tot. Ein Rest in Peace in den Chat für Vorishi. Nach 18.000 Schlägereien. Ja, verpiss dich einfach, Mann. Was ein Penner. Na gut, aber dafür können wir uns jetzt konzentrieren auf Vanillaschniedel und alle anderen. Medizinischer Notfall, bei wem? Bei Filou, warum? Extremer Nahrungsmangel? Okay. Lass ihn frei. Sollen wir Filou freilassen? Wir schauen mal ganz kurz. Der Widerstand ist wirklich sehr hoch, ihr habt recht. Der Widerstand ist wirklich sehr hoch und wir schaffen das einfach nicht. Obwohl, Stubenhocker, ja.
Alter, aber Handwerk und hat geile Skills. Hat aber geile Skills. Ja, wurde extra nicht angeworben. Ich hab's wieder weggemacht, weil wir erstmal Vanilla Schniedel anwerben wollen. Wir wollen erstmal Vanilla Schniedel anwerben. So, wie viele Fallen haben wir denn aktuell? Haben wir noch Holz? Macht ein Chat putzt, Leute! Ein Wunder geschieht! Chat putzt die ganze Bude! Alter, es wird so sauber! Okay, warte mal, kann Gino nur noch transportieren? Gino, Transport. Transport, ja. Okay, den Typ zähmen. Ja, hab ich eingestellt. Hab ich eingestellt. Wird von Mutter gemacht, weil sie hat den höchsten Skill da. Hat gerade Sturmköter irgendein Tier gegessen? Ja. Ich hab's gehört. Es gab ein Winseln. Okay. Sturmköter wurde von der Schildkröte tödlich verwundet. Tot in 24 Stunden. Mutter kommt und kümmert sich. Zum Glück ist Mutter da. Sonst wäre unser geiler Polarwolf von der Schildkröte gekillt worden. Boah, Mutter ist scheiße drauf. Oh, oh. Mann, die starken Schmerzen nerven. Kommen die starken Schmerzen eigentlich vom Bein? Schmerzen stark, Schmerzen 41%. Ah, es könnte sein, dass Mutter eingeschläfert werden muss. Schau mal zum Windrad, da sind wieder Bäume. Fuck! Ey, warum wachsen hier immer wieder Bäume? Ich hasse es. So, Pflanze entfernen. Pflanze entfernen. Pflanze entfernen. Chat, let's go. So, eigentlich könnte es aber auch Gino machen. Mantle macht eine Growing-Zone dahin. Habe ich. Okay, Gino ist in eine Falle gelaufen. Ist Gino tot? Nein, er ist nicht tot. Wir schauen mal. Sein rechter Arm wurde abgeschnitten. Und er stirbt in 3 Stunden. Warum ist er hier oben gewesen? Wollte er diese Shotgun holen? War das der Grund? Gut. 3 Stunden, Leute. Wir geben jetzt alles. Oh, Mutter macht das schon. Aber bis Mutter da ist, ist Gino tot. Wir müssen mit Chat retten. Es tut mir leid. Tod in 2 Stunden. Okay, Tod in 5. Zum Glück haben wir Chat. Aber jetzt haben wir keinen Arm mehr. Der hat kein Auge mehr und keinen Arm mehr. Was machen wir denn mit dem? Aber das heißt, er kann doch normal laufen, oder? Ach man, läuft er auch in so eine Stahlschlagfalle? Beste Medizin? Ah nee, brauchen wir nicht. Piraten-Cosplay. Stimmt, der könnte Piraten-Cosplay machen. Augenklappe und Haken. Okay, Mutter ist verwirrt, weil sie Hunger hatte. Cool. Aber Vorratskapsel. Bitte lass in dieser Vorratskapsel einfach 5 neue Kolonisten drin sein. Oder Fleisch. Von Yorkies. Okay. Ich hole das. Hol ich das? Ich hole das. Medizinischer Notfall bei wem? Bei Filou. Warum der? Leute, schon wieder extremer Nahrungsmangel. Fuck my life, ey. Weil wir niemanden auf Aufsehen haben, ne? Doch, Mutter. Aber sie kümmert sich einfach nicht. Mutter ist alles egal. Fleisch direkt holen? Ja, ja. Frage so mit wem? Wo ist Chat?
Oh, Chat holt das Fleisch. Wie viel holt er? Wie viel kann er tragen? 36? Okay, er konnte nicht mal eine volle Portion tragen. Er holt das, glaube ich, für Filou. Aufgabe Gefangener kann ich niemals machen. Kann ich nicht machen. Hat er das Fleisch einfach nur reingelegt? Okay, also Filou liegt ohnmächtig auf dem Boden. Chat holt Fleisch, legt es aber 2 Meter so daneben. So. Problem löst sich schon von selbst. Okay, was war das jetzt? Hä? Warum kann ich nicht mehr füttern? Jetzt. Und wo wird jetzt Fleisch geholt? Natürlich ganz da unten. Natürlich ganz da unten. Okay. Leute, es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Es wird Zeit für mich, ins Bett zu gehen. Das ist einfach... Und Chat bricht gleich zusammen. Okay, sobald Chat wieder in der Kolonie ist, gehe ich... Hör mal auf. So, okay, wird gefüttert. So, Chat, geh einfach schlafen jetzt. Wo geht Chat hin? Wo zur Hölle gechattet und Gino schlechter geworden? Das gibt's nicht! Der wird Sturmköter töten! Okay, wo gechattet? Hör auf, den Scheiße zu sammeln, ey. Hör auf, den Scheiß zu sammeln. Das ist alles, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. So, Chat, du gehst jetzt einmal ins Bett. Kannst du nicht einmal ins Bett? Nein, kannst du in das Bett? Nicht verletzt. Scheiße. Komm zurück, bitte. Er trägt trotzdem das Fleisch. Okay, die flippen gerade alle aus. Ich mache jetzt genau hier Pause. Mir reicht's. Ich mache jetzt komplett hier Pause. Ich habe keinen Bock mehr. So, speichern. Trimworld. 12. Fantastische Folge. Mann, oh Mann. Ein geiler... Mann, oh Mann, lief das gut heute. So, dann gehen wir hier auf den Desktop.